Es ist Donnerstag, der 19. November 2015. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute darf ich ganz herzlich begrüßen Wolfgang Effenberger. Wolfgang Effenberger hat zusammen mit Willi Wimmer das Buch geschrieben Wiederkehr der Hasardeure, ist im Zeitgeist Verlag erschienen und in 2015 in einer erweiterten und erneuerten Auflage. Und ja, Effenberger macht es, obwohl er von Hause aus eigentlich Soldat ist, leistet er in dem Buch doch einiges mehr als manch ein studierter Historiker. Ja, wir dürfen gespannt sein auf das Interview. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Ja, hallo Sarah, hallo Volker. Ich habe mich ja sehr auf das Interview mit euch gefreut. Aber ich muss sagen, jetzt nachdem wir 20 Minuten die technischen Probleme versucht haben zu beheben, geht es mir nicht mehr ganz so gut, aber ich denke, das legt sich wieder. Ich stehe immer ratlos über, wenn diese Technik, auf die wir uns ja verlassen, wenn die dann auf einmal das Spinnen anfängt. Aber wie dem auch sei, ich denke, wir werden das jetzt behelfsmäßig ja wohl hinkriegen. Also, ja. Dann wünschen wir uns ein schönes Interview. Ja, wen oder was oder welche Handlung meint ihr mit Wiederkehr der Hasardeure? Die Handlung, also Wiederkehr der Hasardeure, das ist ja vielleicht auch ein bisschen, hochgegriffen. Die Hasardeure waren ja eigentlich immer da. Wie gesagt, die treten jetzt wieder verschärft auf. Aber verschwunden waren die ja nie. Die waren ja immer da, bloß halt nicht so prägnant wie in den letzten Jahren. So, welche Handlung meinen wir? Zunächst einmal zu dem Wort Hasardeur. Dieses Wort kommt ja aus dem Französischen und steht für Spieler und heute wohl auch für den Spekulanten. Und es scheint eine Domäne der Männer zu sein. Obwohl, wenn wir heute nach Berlin schauen, kommen mir da so gewisse Zweifel. So, und heute fällt uns, wenn wir von Spekulanten sprechen, George Soros, der dubiose Superspekulant ein. Er ging am September 1992 am Schwarzen Donnerstag in die Geschichte ein, als er mit anderen Fonds das überbewertete Pfund Sterling aus dem europäischen Währungssystem katapultierte. Er gewann $1 Milliarde und einen Ruf wie Donnerhall. Das ist der Mann, der die Bank von England sprengte. Der wird ja auch bezeichnet als Staatsmann ohne Staat. Und er darf sogar, obwohl er, wie gesagt, kein Land vertritt, keine Regierung vertritt, der nicht demokratisch gewählt ist, sondern nur aufgrund seines Vermögens, seiner Spekulationsgewinne, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, reden sogar. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und für mich ist er wirklich, den ich in dieses Schema der Hasardeure durchaus mit hineinnehme. Und 100 Jahre zuvor wäre uns Cecil Rhodes eingefallen. Auch ein Spekulant und ebenfalls politisch äußerst mächtig. Als Glücksritter schürfte Cecil Rhodes in Südafrika Diamanten und Gold und stieg so zu einem der reichsten Männer auf. Ein Versuch, 1895 mittels eines Regime-Changes gegen Oom Krüger, den Präsidenten der Transvaal-Republik, zu putschen. Und 4 Jahre später brach der zweite Burenkrieg aus, an dem Rhodes ebenfalls beteiligt war. Und dieser Rhodes, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit, fällt an und träumte von einer Wiedervereinigung der angloamerikanischen Welt unter einer gemeinsamen imperialen Regierung. Also diesen Traum träumt Soros mit Sicherheit nicht weiter. Soros wird einen anderen Traum haben, da sollten wir dann vielleicht mal nochmal später das Augenmerk drauf werfen. 1902, am Ende des Zweiten Burenkrieges, wurde seine rechte Hand, der Lord Milner, Chef der von Round Table, aus der später auch von Foreign Relations hervorging. Und bis heute existiert die Rhodes Stiftung und einer der prominentesten Stipendiaten war der spätere US-Präsident Bill Clinton. So, das einmal Durbin und letztendlich können wir hier die gesamte Finanzelite, die sich darum postiert,
wenn wir vielleicht einmal nachhaken bei Cecil Rhodes, was war denn dessen politische Linie? Das eine ist ja dann seine Weltanschauung, dass es eine angelsächsische Rasse gäbe. Und, aber was ist seine politische Linie, das Ziel, wo er hinkommen wollte? Wer soll da was beherrschen? Von Cecil Rhodes. Ja, es ging ihm damals um nichts anderes, und da ist er vielleicht doch mit Soros gar nicht so weit auseinander. Es ging ihm um 1871 vom Sendungsauftrag der britischen Rasse gesprochen. Und da habe ich jetzt hier auch ein Zitat, das etwas länger ist, aber ich denke, es ist ganz wichtig, um die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts deutlich zu machen, eines ausgehenden Jahrhunderts, in dem dann die Weichen gestellt wurden für dieses, ich möchte das sagen, apokalyptische 20. Jahrhundert. Mit all den Verwerfungen, mit all diesen menschenverachtenden Kriegen, mit dem Terror, mit dem Genoziden, mit dem Morden und so weiter. Und jetzt zitiere ich ihn einmal. Er sagt, ich behaupte, dass wir die erste Rasse in der Welt sind. Je mehr von der Welt wir bewohnen. Ich behaupte, dass jeder Acker, der unseren Gebieten zugeführt wird, die Geburt von mehr Angehörigen der englischen Rasse bedeutet, die sonst nicht ins Dasein gerufen worden wären. Darüber hinaus bedeutet es einfach das Ende aller Kriege, wenn der größte Teil der Welt in unsere Herrschaft aufgeht. So, und jetzt unterbreche ich mal das Zitat, wenn wir uns jetzt umschauen, obwohl das britische Imperium ja 2/3 der Erde bedeckt hat, die USA ja auch große Teile dieser Welt, die angelsächsische Rasse den Fuß hingesetzt hat, nur Leid, nur Kriege, nur Verwerfung hervorgebracht haben. Aber weiter. Mit Cecil Rhodes. Die Förderung des britischen Weltreiches, um die ganze zivilisierte Welt unter britische Herrschaft zu bringen, die Wiedergewinnung der Vereinigten Staaten, um die angelsächsische Rasse zu einem einzigen Weltreich zu machen. Was für ein Traum. Aber dennoch ist er wahrscheinlich. Er ist möglich. Und jetzt geht's weiter. Da Gott offenkundig die englisch sprechende Rasse zu seinem ausgewählten Werkzeug formt, durch welches er einen Zustand der Gesellschaft hervorbringen will, und jetzt wieder, der auf Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden gegründet ist, diese Floskel hören wir ja auch laufen bei jedem Krieg, der hier von den USA oder von der NATO ausgeführt wird, jetzt wieder Cicero, muss er offensichtlich wünschen, dass ich tue, was ich kann, um jener Rasse so viel Spielraum und Macht wie möglich zu geben. Daher, wenn es einen Gott gibt, denke ich, dass das, was er gern von mir getan haben möchte, ist, so viel von der Karte von Afrika britisch rot zu malen als möglich und anderswo zu tun, was ich kann, um die Einheit zu fördern und den Einfluss der englisch sprechenden Rasse aufzunehmen. Also, das war Ciceros Original 1877. Und da sehen wir, dass viele seiner Ideen durchaus heute noch virulent sind und vor allem, dass alle Kriege der Angelsachsen immer damit begonnen werden oder begründet werden, um den Menschen Freiheit zu bringen, um Demokratie zu bringen und so weiter. Es sind immer die gleichen Floskeln, aber unter diesem Mantel werden natürlich diese Länder ausgebildet. Wurden sie und werden immer noch. Ich finde das interessant. So einen Rassismus gegen andere Menschen anderer Hautfarben gab es, glaube ich, in Deutschland auch nicht, bevor Deutschland selber versuchte, andere Gebiete sich zu unterwerfen. Das scheint mir eine Instrumentalisierung zu sein. Propaganda mit dem Rassismus. Ja, natürlich. Das wird alles verklärt. Wir müssen immer schauen, was sind die wahren Beweggründe. Und natürlich ist es so, das gilt für vor 100 Jahren, und das gilt für heute ebenso, dass die wahren Beweggründe natürlich verschleiert werden. Und da hat man, und der Begriff, also in Begleitung dieser Kriege, marschiert natürlich die Desinformation ganz vorne. Weit vor dem Krieg beginnt erst einmal die Desinformation und die Vernebelung dieser ganzen Absichten. Und natürlich zugleich, sind wir wieder bei den Medien, die mediale Aufbereitung des Kriegsgegners. Nicht, man muss ihn dämonisieren. Und das hat ja bisher immer funktioniert. Wenn wir sehen, wir brauchen ja nur erinnern an Ahmadinejad im Iran, wenn man ihn zum Hitler stilisiert,
nachgedacht und es werden auch nicht die Konsequenzen bedacht, dieses Handeln. Also das ist eine Spirale, die meiner Ansicht nach unterbrochen gehört. Was mich verwirrt ist, wenn damals aufgrund der Ideen von Cecil Rhodes so viel angestoßen worden ist, die Roundtables, die beiden vielleicht mächtigsten Thinktanks der Welt. Und warum haben wir dann heute kein britisches Empire mehr, was man auf der Landkarte sieht, mit den USA als Anhängsel? Ja, das ist ja, ja, da gibt es natürlich viele Gründe und alle kann ich natürlich auch mir nicht so eindeutig erklären. Das sind ja natürlich auch in England viele unterschiedliche Bestrebungen. Also das ist nicht einheitlich, wenn wir von den Angelsachsen oder von den Briten sprechen oder auch von den US-Amerikanern, dann ist das nicht einheitlich. Hier die Pläne ausarbeiten für ihre Weltmacht. Ambition. Also das ist eine ganz kleine Gruppe und ich bin überzeugt, dass 80% oder auch noch mehr, 90% der Briten auch friedlich leben wollen, so wie 90% der Deutschen und 90% der Amerikaner. Ich sehe da keinen Unterschied. Es ist eine kleine Gruppe, die tatsächlich die Mitmenschen nutzt. Ihre eigenen Mitmenschen und natürlich auch die Menschen auf der Gegenseite für ihre Pläne einfach mit einbezieht. Und das gilt für alles, was wir auf dieser Welt sehen. Die Motive, über die können wir uns ja noch unterhalten, sind natürlich getragen von der Gier und von der Macht natürlich, hier die Welt in deren Sinne zu verändern. Das ist mit Sicherheit nicht im Sinne der 99%, die auf dieser Welt leben. Das ist halt das Tragische an der Geschichte. Ich würde gerne jetzt an der Stelle einen kurzen historischen Rückblick machen. Ich denke, dass es wichtig ist zum Verständnis der heutigen Lage, die Kenntnis über die Entstehung früherer Kriege und welche Bedeutung solche Eliten oder Hasardeure gespielt haben. Ja, also die Kriege wurden ja in grauen Vorzeiten aus unterschiedlichsten Motiven geführt. In meisten Fällen natürlich Machtausdehnung und Unterwerfung und Raub, bis hin nicht Raub von schönen Frauen, hat es ja auch schon mal gegeben. Das sind ja heute keine Kriegsgründe mehr, geostrategische Gründe hat es immer schon gegeben, vor allem für die Seemächte. Schon in der Antike war es der Seemacht wichtig oder notwendige Voraussetzung, die auf den gegenüberliegenden Küsten Stützpunkte zu haben, Brückenköpfe zu haben, nur dann war man sicher mehr oder weniger. Und das finden wir heute natürlich auch bei den USA. Es war vorher bei den Briten so. Die hatten ja ihren Stützpunkt hier auf dem Kontinent in Dünkirchen und nach Irland in Nordirland, wo wir ja heute noch die Konflikte haben, die zwar als Religionskriege ausgetragen werden, die Katholiken gegen die Protestanten, aber das ist zu kurz. Es ist die Auseinandersetzung der Iren gegen den britisch-protestantischen Britenkopf in Irland. Das ist der Grund. Von dem aus wurden wir immer unterjocht. Und das kocht jetzt natürlich immer wieder einmal hoch, wird natürlich auch instrumentalisiert. Aber diese Brückenkopfe für eine Seemacht und die USA, sie verstehen sich als Seemacht. Sie denken wie eine Seemacht. Und so benötigt diese Seemacht auf den gegenüberliegenden Küsten auch Brückenköpfe. So, und wenn wir auf die Karte schauen, wir sehen die USA, im Norden Kanada, Süden ist Mexiko und links ist der Pazifik. Und da sind im Pazifik ein paar Sprungkletter, wie die Midlands oder Hawaii oder die Salomoninseln. Und dann kommt schon Asien. Und rechts kommt der Atlantik und dann weit über dem Atlantik erst Europa. Und man möchte es nicht für möglich halten, dass so eine Seemacht meint, hier den Fuß auf den gegenüberliegenden Küsten zu haben, um das eigene Sicherheitsbedürfnis damit zu befriedigen. Das scheint eigentlich in der heutigen Zeit für uns diejenigen, die wir hier auf dem Kontinent leben, eigentlich nicht nachvollziehbar.
einen Seite wurden für diese Brückenköpfe und für die Geopolitik diese Kriege geführt. Also zumindest seit, also in der Antike schon, nicht um diese Brückenköpfe, und jetzt auch in der Neuzeit, wenn wir so wollen, also in den letzten 100 Jahren, immer um diese Brückenköpfe. Und der Erste Weltkrieg wollte ja auch schon dazu dienen, und vor allem kam noch Folgendes hinzu, die Axiome von Alfred Mackinder. Das war ein Geograf, ein britischer Geograf, der folgendes Axiom festklopfte. Ein Axiom, das für uns auch so nicht nachvollziehbar ist. Er sagte 1904, dass wer das Erzland beherrscht, also das ist das Land ostwärts vom Ural, vom Eismeer bis zum Kaspischen Meer, also ganz grob, das wäre das Herzland. Und wer dieses Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel. Und die Weltinsel ist Eurasien, also von Europa bis nach China. Und wer diese Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt. Und das war ab 1904 auch Allgemeingut der Geostrategen, sowohl in den USA wie auch in England und auch in Deutschland. Karl Haushofer, der sich damit beschäftigt hat, aber erst nach dem Ersten Weltkrieg vornehmlich. Aber das war unter anderem mit ein Gesichtspunkt, hier jede Macht auf dem Kontinent so zu endigen, sage ich einmal, dass die nicht nach dem Herzland greifen können. Und wer war vor 1914 prädestiniert, nach dem Herzland zu greifen? Natürlich einmal die Russen selbst und zum anderen auch das Deutsche Reich. Da fügte es sich natürlich besonders, dass 1914 sowohl das Deutsche Reich wie auch das Russische Reich, dass die gegeneinander im Krieg standen und sich gegenseitig definierten. Damit war diese Gefahr vorläufig gebannt. Und wir wissen spätestens seit dem 4. Februar 2015, dass dieses Denken auch heute noch bestimmend für die Geostrategen ist. Der Leiter des Think Tanks, Bradford, der George Friedman, sprach also am 4. Februar vor dem Global Affairs in Chicago über die größte Bedrohung der USA. Und die größte Bedrohung der USA sei ein Deutschland, das sich mit Russland verbünden könnte. Er sagte so, wenn deutsches Kapital und deutsche Technologie sich mit der Arbeitskraft und den Ressourcen der Russen verbinden würde, wäre das die höchste Bedrohung, die sich die USA vorstellen können. Und das sei bisher seit 100 Jahren ja verhindert worden, und man würde es auch weiterhin verhindern. Also, das ist die Situation. Dieses Denken ist präsent, und wir müssen, wenn wir politisch denken und auch für die Zukunft planen, müssen wir davon ausgehen, dass Verantwortlichen in den USA, in der Administration, so denken. Und die Bevölkerung natürlich nicht, um Gottes Willen. Weder in den USA noch in England denkt die Bevölkerung so. Es sind also nur einige wenige Strategen, die das natürlich auch im Interesse dieser Hasardeure machen. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Also, es ist kein Ziel der jeweiligen Bevölkerung, meiner Ansicht nach. Inwieweit? Wir müssen erkennen, dass das Planungsgrundlage ist. Im Weißen Haus. Und im Pentagon natürlich auch. Inwieweit haben denn Hasardeure private Interessenten denn eine größere Rolle gespielt bei dem Ersten und beim Zweiten Weltkrieg? Bei deren Verlauf oder wie sie zustande gekommen sind? Ja, also wir haben ja, das können wir ja doch so weit sagen, also im Ersten Weltkrieg, ich werde gleich einmal in die, vielleicht doch erstmal nach London schauen, die City of London. Ja, wir müssen vorstellen, das ist ein Gebiet, ein Quadratkilometer, eine Quadratmeile groß, so ähnlich wie der Vatikan, relativ eigenständig ist, das einen eigenen Bürgermeister hat, und wenn die Queen diese City of London besuchen will, dann muss er sich bei dem Bürgermeister da anmelden, der dann auch in der Funktion über ihr steht. Also, hier sind seit 1000 Jahren, werden hier die großen Geschäftstransaktionen abgewickelt.
Kontinent zu einem wirtschaftlich aufstrebenden Deutschland als Konkurrenz herangewachsen ist. Und dann kam zugleich die Axiome von Mackinder 1904 mit diesem kruden Herzland, sodass also da die Weichen in der City of London schon vorsichtig auf Krieg gestellt wurden. Das muss man einfach so erkennen. Also, und da kann ich vielleicht Folgendes dazu sagen, verweisen, da habe ich jetzt so fast wieder vergessen, weil man den Namen überhaupt nicht kennt, ein gewisser Homer Lee, also L-E-A, Homer Lee, hat das Buch geschrieben, Moment, hat 1912 ein Buch geschrieben, das heißt Die Stunde der Angelsachsen. Und ich, für mich jetzt, für meine Arbeit ist das ein ganz wichtiges Buch und ich habe das auch in der Wiederkehr der Hasardeure entsprechend verarbeitet, sage ich jetzt mal so salopp. Und dieser Homer Lee, das ist ein Amerikaner, der gern Berufsoffizier geworden wäre, nicht genommen wurde, weil er leicht verkrüppelt war. Und bis dann hat sich selbst weitergebildet, hat alle Militärstrategen auf die alten chinesischen Sun Tzu gelesen und war hochgebildet und ist dann nach China gegangen, um im chinesischen Freiheitskrieg bei Sun Yat-sen ihm als General zu dienen. Und auf den Schlachtfeldern in China hat er dieses Buch geschrieben. Und zwar geht es darum, er hat genau beobachtet, was mit dem Empire passieren wird. Und für ihn war klar, dieses Empire befindet sich in einem rasanten Abstieg, allein auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und dann zeigte er als Militärtheoretiker die Konsequenzen auf, die hier England erwachsen würden. Und er geht sogar so weit, dass er explizit 1912 schon gestorben, aber dass er den Ersten Weltkrieg exakt vorhergesagt hat und auch die strategischen Gründe, die zu diesem Ersten Weltkrieg führen. Er hat den Zweiten vorhergesagt und er hat auch einen Dritten vorhergesagt. Also dieser Homer Lee, also General in chinesischen Diensten, Sun Yat-sen, ist ein genialer Denker, der leider heute überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und das, was er auch an Gesetzmäßigkeiten hier herausgearbeitet hat, ist einfach genial. Er hat also die beiden Gesetze, die in der Zukunft den Ausbruch entscheidender Feindseligkeiten bestimmen, lauten, wenn ich da ihn mal zitieren darf. Erstens, wenn die Reichtümer einer Nation im umgekehrten Verhältnis zu ihrer militärischen Macht stehen, und das sehen wir heute genau in den USA, das war ab 1905 das britische Königreich und jetzt sind die USA, und die militärische Kraft ihres Rivalen seinen Forderungen entspricht, dann wird der Krieg ausbrechen, sobald die militärische Dekadenz der ersten Nation und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der gegnerischen einen bestimmten Punkt erreichen. Und zweitens, wenn die Ausbeutung natürlicher Reichtümer durch eine militärisch schwache Nation die Entwicklung militärisch schwächer Nationen hindert, dann wird der Krieg ausbrechen, sobald die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der militärisch stärkeren Mächte durch ihre eigenen natürlichen Reichtümer nicht mehr gedeckt wird. So, und Punkt 2 sehen wir bei den Kriegen beispielsweise gegen den Irak. Nicht, das war ein militärisch schwacher Gegner, der hat die wichtigen Ressourcen gehabt und schon ist man da eingefallen. Aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus. Also, er hat das wirklich messerscharf erkannt und dieses Buch, das ist 1946 nochmal aufgelegt worden, nee, 1946 ist es in Deutsch erschienen, 1945 nochmal aufgelegt worden und Truman hat dieses Buch im Gepäck gehabt bei der Konferenz in Potsdam. Also wirklich ein, denke ich, ein ganz wichtiges Werk, aus dem man sehr viel herauslesen kann, und zwar was die Vergangenheit betrifft, die Gegenwart und auch die Zukunft. Also zu diesem Homer Lee. Und ja, den halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig. Und jetzt von privaten Geschäftsinteressen her, welche Funktionen haben da die Weltkriege gehabt? Ja, das ist, hier geht es ja wirklich auch, wie gesagt, einmal allgemein die Macht und die Gier natürlich, also die Gier nach den Kapitalerträgen, nach den Gewinnen, nach den Ressourcen. Wir haben das jetzt auch hier im Irak gesehen, dass die Firma Halliburton von Cheney, die da sehr unglaubliche Summen verdient hat. Also niemand verdient mehr und leichter als mit der Rüstung, und deswegen ist ja der industrie-militärische Komplex
Rüstung, die man macht, und das war dann ja 1914 auch in den USA so. Obwohl neutral, wurden sofort die Entente, wurde den Kredite eingeräumt, große Kredite. Von John Pierpont Morgan, auch einer unserer üblichen Verdächtigen. Also gigantische Beträge wurden da transferiert, und mit dem Geld konnten dann England und Frankreich in den USA Munition und andere Rüstungsgüter einkaufen. Das ist ein Riesengeschäft gewesen. Also die Konzerne profitierten ohne Ende. Die Banken mit ihren Darlehen, die Konditionen, die dann natürlich im Krieg, wenn man Geld braucht, zahlt man auch entsprechend hohe Zinsen und so weiter. Also ein unglaubliches Geschäft und ein sicheres Geschäft hat da abgelaufen. Und bei Kriegsbeginn am 4. April 1917, da war es dann so, da hatten die, und hier muss ich sagen, das waren die christlichen Banken von der Wall Street, soweit ja 2.100 Millionen Dollar an die Entente und an das Deutsche Kaiserreich 27 Milliarden. Millionen damals. Also damals war das ja nicht, das war ganz andere Verhältnisse. Nicht, was damals eine Million war, als heute eine Milliarde, so ungefähr. Also, aber die Relation macht das ja klar, 27 Millionen, das Deutsche 2.100 an die Entente. Also, und das ist ganz gezielt vorbereitet worden. Und auch hier sehen wir die Rolle der Medien. Das begann ja schon 1898 mit dem Krieg gegen Kuba, wird ja gesagt, obwohl das so gar nicht stimmt, das ist irreführend. Dieser Krieg 1898 wurde geführt gegen die letzte verbliebene Großmacht, nämlich Spanien. Und da Spanien natürlich auf Kuba war, Kuba beherrscht hat, das lag natürlich in der Nachbarschaft zu den USA. Und das konnte man den US-Bürgern auch gut verkaufen, dass man den Menschen auf Kuba Freiheit und Demokratie bringen muss. Und hier, die amerikanische Bevölkerung ist nicht so kriegsbegeistert, wie sich das da teilweise im Weißen Haus vorgestellt wird. Also muss da geschürt werden. Und da war Pulitzer, der hier die Bilder gebracht hat. Also Bilder brauchen wir, um die Bevölkerung für diesen Krieg heiß zu machen. Und das passierte dann ja auch. Dieses dänische Gemälde flog in Havanna in die Luft. Und da hieß es sofort, das war kein Unfall, das muss ein Anschlag gewesen sein. Und schon war die Bevölkerung so weit, dass wir, dann sehen wir ein, jetzt muss Krieg gemacht werden, um die armen Kubaner zu befreien. Also das war die Legende, die man da gestrickt hat. Und 1952 hat die Marine zugegeben, dass es eine selbstverschuldete Kesselexplosion gewesen sei. Aber dann hat das natürlich niemanden mehr interessiert. Es ging da 1898 nicht um Kuba. Es ging um einen Strategieplan, um Spanien zu zerschlagen. Und es ging in erster Linie um die Philippinen, die von den Spaniern ja auch besetzt waren. Die spanische Flotte ankerte vor den Philippinen und der amerikanische Kommodore erhielt den Befehl, Postlagern von der amerikanischen Botschaft in Japan. Und im Februar, also weit vor den Vorgängen auf Kuba, mit dem Angriffsbefehl hier auf die Philippinen und in einem Überraschungsangriff die spanische Flotte auf den Boden des Meeres zu schicken. Also es ging hier um einen ganz großen Plan, einen großen strategischen Plan, um Spanien von der Weltkarte zu bewegen und natürlich einen Fuß schon im Vorfeld Asien zu haben. Und dann ging es schlagartig von 1898. Und da wurden natürlich auch die medialen Mittel laufend verfeinert. Also die Briten haben mit Kriegsbeginn ja sofort dieses Kabel, das Atlantikkabel zerschnitten, gekappt, sodass die deutschen Medien nicht mehr in die USA berichten konnten, so wie das die Briten konnten dann. Sodass also die Briten die Oberhoheit mit dem Kriegsverlauf, was Bilder anging und Propaganda natürlich den Deutschen weit voraus waren. Da hatten das Deutsche Reich keine Chance, auch nur annähernd aufzuschließen oder jedenfalls nicht zu stellen. Und dann ging es ja auch bald los mit den Preparedness-Bewegung in den USA. Das heißt also schon, obwohl neutral, begann 1916 in allen größeren Städten Umzüge, um auf diesen kommenden Krieg hinzuarbeiten und die Kriegsbereitschaft im Volk zu stärken. Und der Präsident
hat sich an die Spitze dieser Bewegung gestellt, obwohl er im Wahlkampf 1916 versprochen hat, er hält das amerikanische Volk aus diesem Krieg heraus. Und dann hing es mit der Kriegserklärung am 4. April 1917, dann begann ja die Propaganda in den USA zu überborden. Also das ist, was hier an Propagandatätigkeit wird wieder extra Administration geschaffen, die Kriegsadministration, um umfassend das amerikanische Volk zu bearbeiten. Also was hier da abgelaufen ist, ist unvorstellbar meiner Ansicht nach, und ich denke, ich habe das auch im Buch da drin. Hier wurde das irgendwie noch millionenfach mit Männern in den Kinos, in den Theatern aufgetreten. Da musste die Vorstellung für 4 Minuten unterbrochen werden. Und dann wurde also eine 4-Minuten-Gerede gehalten von diesem Propagandisten. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele millionenfach diese Reden immer gehalten worden sind. Und ich habe mal so eine hier. Ich glaube, das ist mal ganz interessant, wie hier auf die Menschen eingegangen wird. Und zwar ganz subtil, ganz subtil. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Theater, hören sich da ein Stück von Shakespeare und dann wird unterbrochen. Und dann geht ein Mann auf die Bühne, der dann sagt, Damen und Herren, soeben wurde ich informiert, dass ein deutscher Spion unter uns ist. Ein deutscher Spion beobachtet uns. Er ist unter uns, irgendwo hier, und erstattet Bericht über euch und mich. Er schickt Berichte und erzählt den deutschen Haarklein, was wir mit den Freiheitsanleihen machen. Also im Deutschen Reich hieß das Kriegsanleihe. In den USA hieß das natürlich Freiheitsanleihe. Aber zum gleichen Zweck, dass die Gelder, dass die Bevölkerung Geld spendet für den Krieg. So, von jedem Teil des Landes haben diese Spione Berichte nach Potsdam geschickt. Keine allgemeinen Berichte, sondern Details, wo die Anleihe erfolgreich ist und wo nicht, und was die Leute in der jeweiligen Gemeinde dazu sagen. Denn die deutsche Regierung macht sich Sorgen über unsere großen Anleihen. Und die Juncker fürchten seine Wirkung auf die deutsche Moral. Sie legen diesen Monat ebenfalls eine Anleihe auf. Wenn die US-Bürger ihre Milliarden hergeben, jede einzelne und alle mit einem Hip Hip Hurra, dann heißt das, Amerika ist einig und stark. Geld bedeutet jetzt alles. Schnellen Sieg und daher weniger Blut vergießen. Wir sind bereits im Krieg und jetzt müssen Amerikaner einhellig zu den Freiheitsanleihen stehen. So hoffe ich, dass diese Spione ihre Nachrichten gerade bekommen, Potsdam wissen lassen, dass Amerika den Autokraten diese Antworten entgegenschleudert. Für den Verrat hier, in Mexiko und überall, 1 Milliarde. Für die Mörder amerikanischer Frauen und Kinder, für die Mörder amerikanischer Frauen und Kinder, 1 Milliarde mehr, für das gebrochene Vertrauen und das Versprechen, noch mehr Amerikaner zu ermorden. Milliarden und Milliarden mehr. Und dann werden wir addieren. Im Weltkampf für die Freiheit. Unseren Anteil. Milliarden und Milliarden und Milliarden und endlose Milliarden. Lassen Sie den deutschen Spion nicht hören und berichten, dass Sie ein Faulpelz oder Schwächling sind. So, und damit endet der Aufruf. Es geht hier einmal um die Leute dafür fähig zu machen, auch ein Geld zu spenden für diesen Krieg und natürlich auch in diesen Krieg zu ziehen. Aber zum anderen viel Geld freizumachen. Milliarden um Milliarden. Ja, wer hat denn mit diesen Milliarden gearbeitet? Wer hat aus diesen Milliarden dann noch viel mehr gemacht? Das sind wieder unsere Hasardeure. Leichter kann man das Geld nicht zusammenkommen. Wie im Krieg mit den Kriegsanleihen oder wie es in den USA hieß, Freiheitsanleihen. Also das ist so eng verwoben mit diesen Kriegsabläufen, dass das auch in der ganzen Geschichte einfach nicht zu trennen ist. Das hatten wir schon bei dem Peloponnesischen Krieg. Also das geht ganz weit zurück. Das Geld spielt immer eine zentrale Rolle. Wenn ich mir das jetzt anschaue, irgendwann kommen die Bürger ja dahinter und das ist ja ein großes Risiko für die Medien. Warum machen das die Medien? Haben die Gegenleistung bekommen oder sind die in der einen Hand mit der Rüstungsindustrie gewesen oder den Banken? Ja, das können wir ja. Die Medien natürlich, wenn wir dann nach England schauen, weiß nicht, wie da die Einzelverflechtungsgrade gewesen sind. Aber es ist natürlich so, dass die Herausgeber selber der Medien, dass die natürlich eindeutig eingebettet waren, dass natürlich manche Medien auch den Bankkonzernen oder den Bankenfamilien direkt gehört haben
und so weiter. Also eine ganz enge Verflechtung. Und wir sehen das ja heute auch, wenn wir schauen, unsere Medienlandschaft, ob das jetzt Bertelsmann ist oder ob das Springer ist, da ist das ja nicht viel anders. Also ich denke schon, die Verflechtung mit dem Kapital, mit den Kapitalinteressen auch, führt dazu, dass die Medien sich einfach zum Handlanger machen lassen. Und ich glaube auch, dass vielleicht mancher Journalist das alles glaubt, was man ihm erzählt. Wenn er, wie gesagt, wie ein Hamster im Rad arbeiten muss und nicht zum Nachdenken kommt und selber nicht mehr recherchieren kann, weil er alles aus einem Pool vorgelegt bekommt, kann ich ihm oder muss ich ihm manches nachsehen. Also das ist äußerst geschickt, wird hier auf dieser Propagandaschiene gearbeitet. Welche Rolle spielen dabei eigentlich Thinktanks? Die Thinktanks? Ja, die Thinktanks gehen ja auch zurück bis zum, wenn ich soweit mich erinnere, bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich. Da hat man im Krieg, haben sich da einfach Militärs oder Politiker getroffen und in einem abhörsicheren Raum sich auszutauschen. Daher kommt das Thinktank mehr oder weniger. Also die Thinktanks, ja, wir haben ja unglaublich viele, sie sind ja gar nicht zu zählen. Also wir haben viele Namhafte, die auch einen großen Einfluss haben und die sind auch immer mit bestimmten Namen verbunden. Die gehen in die unterschiedliche Richtung. Also von denjenigen, die eigentlich auch die Führungsstrategie mit beeinflussen, die eng mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Stratfor mit George Friedman, und die wollen natürlich die große Politik machen. Die wollen eine Geopolitik mitmischen. Bis hin zu Think Tank, die mehr um die Kultur geht. Sowas gibt es ja auch. Aber ansonsten, diejenigen, die können wir vielleicht auch vernachlässigen, aber wichtig sind die Think Tanks, auf die auch politisch Einfluss genommen wird. Das heißt also, dass es hier einen Austausch in diesen Think Tanks gibt, sowohl von den Regierungen aus, die ihre Leute da reinschicken, und dann selbst Einfluss auf diese Think Tanks nehmen und umgekehrt und auch die Mittel, die in diese Think Tanks fließen, ebenfalls entsprechend gelenkt werden, ganz, ganz bewusst gelenkt werden. Diese Think Tanks sind also meistens, wir nennen sie ja Denkfabriken, Institute oder Stiftungen bei uns auch, die mit ihren Studien und Forschungsergebnissen Einfluss auf die öffentliche Meinung und somit auf die Politik nehmen wollen. So, und in den Vereinigten Staaten dienen diese Think Tanks natürlich auch zur Ausbildung eines Pools von Experten oder Pseudo-Experten, die dann später durch einen Drehtüreffekt als Regierungsbeamte Teil der Verwaltung werden. Also das ist, und die Medien spielen da natürlich auch mit. Wir haben einflussreiche Medienleute, die auch zum Beispiel unser Josef Joffe von der Zeit, der darf beim Council on Foreign Relations in der Hauspoststelle Foreign Affairs, darf ja auch Artikel schreiben und dann weiß man auch, wo der betreffende Journalist steht, wie der eingebettet ist. Und wir haben also international, das fällt mir da ein, was wir gehen, das American Enterprise Institute, haben wir auch eine ganz wichtige Rolle, wird auch getragen mit vom Außenministerium und dann von der Republikanischen Partei. Da haben wir ein Punkt dieses Treffen in der Hauptstadt von der Slowakei Ende April 2000, an der Willy Wimmer teilgenommen hat und er war von Richard Perle persönlich eingeladen. Und da die zukünftige Politik festgelegt worden ist der USA, also was man vorhatte in diesem Raum des Balkans, das wurde schon im Schluss darüber berichtet. Also finde ich faszinierend, welchen Einfluss diese Think Tanks haben. Und ich weiß nicht, müsste ich jetzt im Buch suchen, ob ich das so schnell finde, die verschiedenen Punkte, aber ich glaube, die sind schon wichtig. Darf ich mal ganz kurz schauen? Ja, gerne. Volker, darf ich kurz schauen? Ja, klar. Das war mein Punkt, ich muss das Buch finden. Einen Moment. Das werden wir gleich haben. Muss ich mal eben schauen.
Richard Pearl scheint ja auch wichtig Vernetzer zu sein. Ja, 2005, da habe ich den Brief. Also im Buch ist ein Brief von Willy Bimmer und dann schreibt er das Ergebnis, was er da gehört hat auf der Konferenz von Bratislava. Da schreibt er unter Punkt 4, muss ich mal tun, ist sehr klein, einen Moment. Der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sei geführt worden, um eine Fehlentscheidung von General Eisenhower aus dem Zweiten Weltkrieg zu revidieren. Eine Stationierung von US-Soldaten habe aus strategischen Gründen dort nachgeholt werden müssen. Unter Punkt 5 hat Wimmer geschrieben, die europäischen Verbündeten hätten beim Krieg gegen Jugoslawien deshalb mitgemacht, um de facto das Dilemma überwinden zu können, dass sich aus dem im April 99 verabredeten neuen strategischen Konzept der Allianz und der Neigung der Europäer zu einem vorherigen Mandat der UN oder OSZE ergeben habe. Also, es war wichtig, dieser Krieg, dass die Europäer gelernt haben, dass die UN nicht mehr gefragt werden muss. Nicht seit 99 machen die USA ihre Kriege ohne ein Mandat der UN zu haben. Also dazu müssen die Europäer gebracht werden. Das war mit ein Punkt dieses Krieges. Und was haben wir denn dann noch? So, unter Punkt 7. Es gelte bei der jetzt anstehenden NATO-Erweiterung die räumliche Situation zwischen der Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie es in der Hochzeit der römischen Ausdehnung gewesen sei. Und so weiter. Also, da war das US-Außenministerium und dieser Think Tank American Enterprise Institute beteiligt. So, dann haben wir das ESPN-Institut. Das ESPN-Institut ist ja in, unter anderem ist das in Berlin, residiert am Wannsee und hat die Aufgabe, den deutschen Bundeskanzler, die Kanzlerin zu beraten. Und da war es ja auch so, dass ab 2002/2003 ein gewisser Jerry Gettman war, der also schon in seiner Studienzeit in der DDR die Angela Merkel kennengelernt hat. Also eine recht interessante Kombination, die so hier ergeben. Dann haben wir natürlich das Brookings-Institut, das Chatham House, dann das in England, also das ist nach dem Roundtable da von Milner, bekannt als Royal Institute of International Affairs. Dann, was vielleicht weniger bekannt ist, der Club of Rome. Und dann haben wir das Council on Foreign Relations. Da sind ja 300.000 einflussreiche Amerikaner vertreten. Wobei wir natürlich ja auch so das erkennen müssen, dass die Meinungsbildung dann natürlich auch sehr differenziert sein kann. Also wir sprechen nicht unbedingt eine Sprache. Aber es wird ja natürlich da entsprechend Einfluss genommen und dann wird natürlich auch gemeinsam agiert. Aber wir haben hier auch eine Meinungsbildung. Es ist ganz interessant, einmal hier in die Hauspostfälle, die zweimonatig erscheint, also die Foreign Affairs, da einmal hineinzuschauen. So, und dann haben wir die Ford Foundation, die auch sehr einflussreich ist, die Heritage Foundation, Hoover, so, und da würde ich keine, muss ja nicht alle auflesen, sehr interessante Sachen. Was ganz wichtig ist noch, das Project for the New American Century, das sind die Neocons, die hier diese neue Weltordnung anstreben und die auch in ihrem Papier 1996 geschrieben haben. Das, was sie vorhaben, wird ein langer Weg von Reformen sein. Lange, schmerzlicher und wird sehr lange dauern. Es sei denn, es tritt ein katalysierendes Ereignis ein, wie Pearl Harbor. Gut, und das kam dann natürlich 2001. Dann haben wir die RAND Corporation, auch interessant jetzt von der Annie RAND da mal reinzuschauen. Die haben die trilaterale Kommission, die auch und so weiter. Also diese Denkfabriken haben sehr großen Einfluss und sind auch mit sehr viel Geld ausgestattet und bilden natürlich auch immer Fellows aus oder Young Fellows, wie man den Führungsposition später bringen kann. Ja, das wäre das. Nein, also nicht.
Ja, also was ich ergänzen könnte, ist natürlich, dass sie auch ihre Leute in verschiedene Spitzenpositionen gebracht haben. Also Consular and Foreign Relations, vor allem viele Leute Richtung Außenministerium oder Präsidentenberater. Ja, ja, natürlich. Sogar ja, Präsidenten keine Frage. Haben sie gestellt. Keine Frage. Und hier haben natürlich auch die Banken einen ganz, oder die Finanzeliten starken Einfluss, wenn wir das unter Bush Junior sehen, damals das Kabinett von Bush Junior 2001, da waren ja viele Leute aus dem Umfeld von Enron, die da ein Dreivierteljahr später pleite gegangen sind. Die waren alle in der Regierung, ob das jetzt Wirtschaftsminister, Finanzminister und dergleichen mehr, die waren da alle in der Regierung von Bush versammelt. Und vor allem, wenn wir bedenken, im Oktober 2001 hat Alan Greenspan noch eine Auszeichnung entgegengenommen, beziehungsweise eine Auszeichnung von Enron entgegengenommen, hochdotiert und hat dann natürlich eine Rede gehalten, dass Enron absolut ein Vorzeigeunternehmen ist und dergleichen mehr ein paar Tage später war Enron pleite. Also das ist auch Alltag in den USA. Also da weiß man, dass Enron natürlich nicht zu diesen Top-Zirkel der Finanzelite gehört hat. Und Lehman Brothers schon dreimal nicht. Die hat man ja dann über die Klinge springen lassen. Also, um nur zu zeigen, ob das sowas möglich ist. Aber der harte Kern, den trifft es mit Sicherheit nicht. Da haben sie ja das Wort geprägt oder den Rahmen geschaffen dafür, dass Banken, die zu groß sind, dass die nicht stürzen dürfen, weil das sonst zu viele sich in Nachten sind. Nicht diese Banken, die muss man retten. So big, okay, das ist das Stichwort. Und da können sich die großen Banken natürlich dann die weiterhin jegliche Spekulation machen, weil sie ja wissen, dass sie nicht fallen können. So. Ich denke, das mit dem too big to fail beruht auf einer Desinformation der Öffentlichkeit. Und zwar, das glauben viele Leute, das ist, glaube ich, die Mehrheit der Leute glaubt, dass die Sparer ihr Geld bringen zur Bank, also diese finanzielle Intermediationstheorie, und dass die Banken das dann weiterverleihen, was aber nicht passen kann, wenn 97% des Geldes Giralgeld sind. Mhm. Und der Professor Richard Werner, Uni Southampton, hat 2014 empirisch nachgewiesen, hat sich bei einer Bank in Deutschland Geld geliehen, dass das Geld aus dem Nichts geschöpft wurde, also die Kreditgeldschöpfungstheorie. Ja, das ist ja ein Teil der Banken. Davon lebt ja die Fed auch, und zwar nicht schlecht. Wenn die Regierung eine Milliarde braucht, dann können sie halt 9,9 Milliarden gleich schnell drucken und so weiter. Also es vervielfacht sich ja immer weiter. Also, und den Eigentümern der Fed, wie gesagt, die haben ja dann auch eine gesicherte Rendite von 6%, das ist ja auch nicht schlecht. Gut, in Griechenland gibt es natürlich 30, das ist doch besser. Und dafür stehen wir ja gerade für diese 30%. Also auch ohne Risiko. Sehr geschickt gemacht, muss man sagen. Ich denke, diese Kreditgeldschöpfung aus dem Nichts hat ja dann auch eine Rolle gespielt oder spielt eine Rolle bei Kriegen, wenn die Banken nicht das Geld der Sparer in Wirklichkeit gar nicht einsammeln müssen, sondern es aus dem Nichts schöpfen, wie diese Buchungsforderung an Verbindlichkeit. Ja, natürlich, das haben wir dann 1919 gesehen, ja, mit dem Vertrag von Versailles und dem Artikel 231, dass Deutschland die Alleinschuld hatte und dann natürlich auch alles bezahlen durfte. Also das ist dann schon recht geschickt gemacht. Weil Kriege kosten natürlich, wenn man weiß, viel Geld. Es wird so viel vernichtet an Werten. Von den Menschen will ich jetzt einmal gar nicht reden, was ja noch viel schlimmer ist. Aber von den Werten. Und dass da Leute sitzen, irgendwo, und zwar in allen kriegsführenden Ländern, die daran Geld verdienen. Und das war schon immer so. Wie die in Kauf nehmen, dass Millionen Menschen dabei elendiglich verrecken. Alles Vermögen verlieren. Und bei ihnen gibt es einfach die Gewinne nur so akkumulieren. Also wie man das verkraften kann. Und es ist heute ja nicht anders, wenn wir die ganzen Kriege sehen, die hier auf der Welt geführt werden. Also von Balkan aus, sage ich jetzt mal, bis hin nach Pakistan. Dass man
dieses Leid, diesem Leid einfach zuschaut und da noch nur verdient, wenn ich sehe, alleine die Rolle der Bank Barclay, die Rolle von Western Union, die also entlang der Flüchtlingsrouten ihre Bankfilialen aufmacht. Also es ist für mich, ich weiß nicht, was das für Menschen sind, die hier an dem Leid dieser zur Flucht getriebenen oder gelockten Menschen noch ihre Profite machen. Begreife ich, will ich einfach nicht begreifen. Erschließt sich mir nicht. Und das macht mich auch schon stückweise sehr traurig, muss ich sagen. Ja. Es geht anscheinend so weiter. Es geht. Es ist immer schon so gegangen und ich fürchte, es wird auch so weitergehen. Und dank einer Medienlandschaft, die diese Zusammenhänge nicht deutlich herausarbeitet, wird das doch lange weitergehen. Ich denke, von wegen Medien. Wenn man Zusammenhang Medien und Thinktanks sehen möchte, ein Stück weit sind Thinktanks ja doch transparent, dass man dann sieht, welche prominenten Mitglieder haben die oder welche Medien sind bei ihren Konzernmitgliedern, dass man da dann manchmal auch über diese Verbindungslinien sieht, das könnte jetzt wieder ein Propagandaartikel sein, gestreut in eine ansonsten auch unabhängige Berichterstattung. Dass ja, man ja, also wie gesagt, hier spielt Desinformation eine große Rolle, hier werden Nebenkerzen gezündet, hier wird auch meiner Ansicht nach, dass Journalisten, die wirklich objektiv berichten wollen, die werden auf den Leim geführt und so weiter. Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, um hier Propaganda zu machen. Das wird auf ganz hohem Niveau wieder genutzt. Wird man diese Seite, die diese Propaganda macht und die Herzen der Menschen, sag ich mal, so in die Erde gewinnen will, haben die besten Spin-Doktoren, die man heute ja schon sieht, die kennen sich bestens aus, das, was Freud oder Bonnet erforscht haben, da sind die besten Psychologen, die das alles umsetzen, finde ich. Und das ist so erschreckend und das viele Geld, das dahinter steht. Also, dass der einzelne kleine Journalist das alles nicht durchschauen kann, ist mir einfach schon nicht klar. Und hat da auch durchaus noch viel Mitgefühl für den, weil er auch gar nicht die Zeit hat, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Ich sehe es ja selber bei mir, die Zeit, die ich verwende, ich mache ja nichts anderes. Und trotzdem weiß ich im Prinzip auch nicht so sehr viel. Und es geht so viel Zeit drauf. Also, da kann ich von einem Journalisten, der so leben will und vielleicht für eine Familie zu sorgen hat, den kann ich da nicht mehr erwarten. Das geht einfach nicht. Aber insgesamt vom Willen und auch natürlich auch von unseren politischen Schaltstellen, da würde ich, oder von den Parteien, würde ich erwarten, dass sie versuchen, zumindest wahrhaftiger zu sein. Das wäre der Wunsch, den ich hatte. Und zumindest von der Kriegspropaganda, die also teilweise ja offenkundig ist, Ablass. Und da habe ich einen Wahlspruch, der mir sehr, sehr gefällt, wenn er schon gut ist. Ich bin ja auch Zwilling, der heißt Audiatur et altera pars. Also man muss auch die andere Seite einmal gehört haben. Und das fände ich so wichtig, dass wir uns einmal versuchen, auch in die andere Seite hineinzuversetzen. Das gilt also schon im menschlichen Bereich, nicht von Mann zu Mann oder Frau zu Frau, und natürlich erst recht untereinander der verschiedenen Partnerschaften und der Länder sowieso. Also und der kriegführenden Parteien erst recht, dass man versucht zu verstehen. Und ich habe ja damit dann natürlich ja, darf ich hier vielleicht noch kurz erwähnen, habe mit der Friederike Böck, die ist ja auch eine Journalistin und eine engagierte Journalistin, und die hat mit sehr viel Engagement und auch mit eigenem Geld hat die Gesellschaft für internationale Friedenspolitik gegründet, also Gesellschaft für internationale Friedenspolitik, Gedankenstrich, verstehen und verständigen. Und der erste Kongress war am 18. Oktober dieses Jahr. Da wurden dann auch die ganzen Beiträge wurden dann aufgenommen. Vielleicht doch mal hier als Bitte mal reinzuschauen. Es ist ganz wichtig, was die Frau
Danke. Ich hatte auch schon die Ehre, mit Friederike Beck zu sprechen, und mir hat auch ihr Buch, das Gutenberg-Dossier, sehr gefallen, ja, wo sie auch einiges über verschiedene Thinktanks veröffentlicht hat. Ja, sie ist sehr engagiert. Hat meine absolute Hochachtung. Haben wir gerade das Stichwort Versailles gehabt. Hat Versailles denn auch die Handschrift von Hazard Dörren? Ich habe es nicht verstanden. Der Versailles-Vertrag, hat der auch die Handschrift von Hazard Dörren? Welcher Vertrag? Versailles. Ach so, Versailles. Ja, Versailles. Ja, natürlich, ja. Gar keine Frage. Versailles ist ein ganz tragisches Kapitel. Und wie gesagt, Versailles, hier war ja sogar auch ein Riesen, war klar, dass dieser Vertrag dazu führt, dass der nächste Krieg, dass das eigentlich im Prinzip nur ein Waffenstillstand sein wird und dass dann der nächste Krieg stattfinden wird. Und sinnigerweise sprach ich schon 1944, wenn ich mich genau erinnere, de Gaulle davon, von einem zweiten 30-jährigen Krieg, und Churchill bei Kriegsende 1945, dass dies ein weiter 30-jähriger Krieg gewesen sei. Also hier war das so bewusst angelegt, dass hier Deutschland einfach wie gesagt, diesen Vertrag meinte, revidieren zu müssen. Weshalb man sowas Törichtes gemacht hat, wie gesagt, bei allen anderen Kriegen, wenn wir denken, wir haben ja Vorbilder, der erste 30-jährige Krieg, der wurde ja mit dem Westfälischen Frieden geschlossen, in Münster und in Osnabrück. Und hier haben sich die Kriegsparteien wirklich dann an einen Tisch gesetzt. Und die Kriegsparteien haben miteinander verhandelt und haben gemeinsam einen Frieden ausgearbeitet. Und das nach 30 Jahren Krieg, nach einem Krieg, der hier in den deutschen Landen sowas von fürchterlich war, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. In manchen Landstrichen hat nur noch ein Drittel der Bevölkerung überlebt. Vieles war derart verheert. Also, und trotzdem hat man sich an einen Tisch gesetzt und hat einen Frieden ausgehandelt. Und 1919 nicht davon. Die deutsche Delegation durfte gerade unterschreiben. Und das war dann auch alles. Also eine Entwicklung, ein Rückschritt in das finstere Mittelalter, meiner Ansicht nach. Und das ist die Tragik an diesem Versailles. Das war ja der erste große Krieg, wenn wir denken, von Demokratien geführt, dass der derart in einem derartigen Hass enden musste. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber in den Kriegen vorher, oder wenn wir sehen, 1815 in Wien, der Kongress tanzt, also da hat man noch nicht nur gemeinsam getafelt, sondern auch noch das Tanzbein geschoben. Also, gut, man hat die ehemaligen Zustände restauriert, was vielleicht ja auch nicht das Optimale war für die Zukunft, aber immerhin. Und das waren die Kriege von Soldaten, die geführt haben. Dann 1918, 1919 ein derartiges Kriegsende ohne Frieden, das ist schon sehr dramatisch. Und wenn wir denken, der Frieden nach 45 fehlt ja auch noch. Wenn man bedenkt, teilweise die Nazis wurden ja auch unterstützt wieder von Unternehmen, die schon am Ersten Weltkrieg erhebliche Profite gemacht haben. Ja, natürlich. Das gehört ja mit zum wenn ich am Krieg verdienen will, und das ist das am leichtesten verdiente Geld für diese Unternehmen, wenn ich da verdienen will, dann muss ich zwei Parteien finden, die gegeneinander Krieg führen sollen. Also muss ich da schon ein bisschen nachhelfen. Und das wird ja immer erfolgreich gemacht. Und wenn wir sehen, ob das jetzt in Libyen war, wie hier auf einmal eine Opposition zu den Waffen gegriffen hat, vor allem, woher diese Opposition kam, woher Kriege kosten unglaublich viel Geld. Und wenn auch diese Oppositionellen oder Rebellen, wie wir sie nennen wollen, ob in Libyen, in Syrien, in Irak oder sonst wo, die fahren alle Toyotas, das sind junge Männer zwischen 20 und 30, die kriegen auf die Ladefläche, kriegen die ein
Monate lang durch die Wüsten und ballern da rum. Wenn man sich mal vorstellt, wer kauft ihnen diese Toyotas? Wer kauft ihnen diese Maschinenkanonen? Wer zahlt die Munition? Also ich denke, jeder Schuss kostet 2 Euro. Und da wird aber unglaublich viel verballert. Ich frage mich immer, wo kommt das Geld her? Und das ist der Punkt für alles. Auch jetzt mit dem angeblich islamischen Staat. Die Frage, wer finanziert das dann? Es kostet so viel Geld. Jeder Soldat am Tag, der muss verpflegt werden. Der muss eine Uniform bekommen oder zumindest begleitet werden. Und. Das kostet alles unglaublich viel Geld. So, das kann man bei Wallenstein ja schon mal nachlesen, da im 30-jährigen Krieg, dass das alles viel Geld kostet. Und da liefen diese Geschäfte auch schon auf Hochtouren. Nicht alles als heute. Und das ist auch das Augenmerk auf die Geldgeber des Krieges oder der Macht zu legen. Das ist der springende Punkt. Und da meine ich auch, wenn wir da vielleicht an eine Friedensordnung andenken können, das muss unterbunden werden. Nicht das Waffen in Krisen gibt überhaupt. Der Verkauf von Waffen. Und ich denke, dass die Bundesrepublik Waffen an Saudi-Arabien verkauft hat. Das ist ja nicht hinnehmbar. In keinster Weise hinnehmbar. Und wo diese Waffen dann überall wieder auftauchen in der Welt. Also, ein Großteil aller Verheerungen, die wir heute sehen können, sind mit Waffen aus dem Westen durchgeführt worden. Und wenn wir da auf dieses Geschäft verzichtet hätten, wäre vielen Menschen viel Leid erspart worden. Also, und da sind wir wieder bei denen, die hier mit diesen Kriegen das große Geld verdienen. Und das ist halt die Tragik dabei. Und das muss unterbrochen werden. Aber die Frage halt wie? Ich meine, beim Ersten Weltkrieg war doch ein ganz wichtiger Finanzier zum Beispiel J.P. Morgan mit. Und beim Zweiten Weltkrieg hat J.P. Morgan abkassiert, dadurch, dass sie, ich weiß nicht zu welchem Prozentsatz, ich glaube indirekt auch über den Panzerbau Opel verdient haben. Ja, Opel hat ja die LKW gebaut. Also da gibt es ja, da habe ich auch einen Pakt Amerikaner, wenn ich der Sache wirklich sehr genau nachgegangen, da habe ich mich da wirklich darauf konzentriert. Man kann nicht sagen, Amerika, die Amerikaner, sondern was wir hier sehen an Auswüchsen der amerikanischen Geopolitik, das sind einige wenige Amerikaner. Es sind die Leute, die hinter der Macht stehen, hinter der offensichtlichen Macht stehen. Also die Leute, die Obama die Befehle geben, sagen wir das einmal so. Und die kennen wir ja nicht. Wir können es nur vermuten. Wir wissen aber, das kann nur, dass die Leute, die über dieses große Kapital verfügen und haben die Macht des Kapitals. Und den einen, der sich da nach vorne in die vordere Reihe gedrängt hat, das ist George Soros, den kennen wir. Aber die anderen sind gut daran, sich einfach in der vierten oder fünften Reihe zurückzunehmen und nicht in die Öffentlichkeit zu tun. Mein Eindruck ist von Herrn Soros, der hat so viele Stiftungen und tritt als Finanzier von so viel Thinktanks auf, so viel Geld kann man nicht erspekulieren. Ich habe das Gefühl, dass er halt das Gesicht ist für andere Leute, die ihm das Geld geben und dass er das in ihrem Sinne dann verwaltet. Ja, das ist auch möglich. Das ist wirklich nicht auszuschließen. Also die Rolle dieses Mannes ist wirklich sehr undurchsichtig und ich kann einfach nicht verstehen, wie demokratisch legitimierte Regierungsvertreter diesen Mann einladen in ein Forum wie die Münchner Sicherheitskonferenz. Und er da frei sprechen darf. Und dann hat er auch nichts anderes gemacht, als Anfang des Jahres sofort aufgefordert, dass die EU erstmal nicht nur Milliarden freimacht für die Ukraine, an den Staatsanleihen ist er ja auch beteiligt, Staatsschuldverschreibung, sondern dass Europa sich an dem kommenden Krieg gegen Russland beteiligen soll. Das hat er in der Öffentlichkeit ausgesprochen. Und es gibt keinen Widerspruch. Das ist das, was mich auch sehr. Das ist ja heftig. Ich habe in der Zeitschrift Hintergrund gelesen, dass er unter anderem auch Propaganda in der Ukraine mitfinanziert habe. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben geschrieben, dass er vermutet, dass er irgendwo, wie auch vielleicht spekuliert im Zusammenhang mit der Ukraine. Ja, natürlich spekuliert er. Der spekuliert in Griechenland, der spekuliert ganz überall auf der Welt. Und auch natürlich mit der Ukraine. Und wenn wir sehen, was in der Ukraine läuft, leider ist unsere Berichterstattung hier auch ein bisschen einseitig. Da wird richtig Krieg, wenn man sich die Bilder anschaut, da vom Flughafen in Donetsk. Das ist ja ein Trümmer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man diese Bilder sieht, das ist ja wie Stalingrad 1900.
dann sind wir das 42, 43. Das ist ja nicht vorstellbar. Und vor allem, wie die Menschen hier geopfert werden, das ist einfach in der heutigen Zeit. Und da frage ich mich auch, wer hat diesen Konflikt, wer hat diese Parteien aufeinander gehört? Also, wir haben die Vorgehensweise, die ist ja bekannt, oder hat es nicht bekannt, das muss ich nur sagen. Die ist nicht bekannt, diese Vorgehensweise, und die hängt zusammen mit einer amerikanischen Vorschrift, beziehungsweise mit einem Pamphlet, das da heißt, wir können mal schauen, das heißt also, Braddock Pamphlet 5x5 vom 1. August 1994. Und in diesem Pamphlet, im ersten Kapitel, das ist von dem Chef des Generalstabes unterschrieben, da steht da drin ein Zitat von Präsident Bill Clinton. Und zwar zitiert aus seiner Rede in West Point vom 29. Mai 1993. Und da schreibt er hier, müssen wir schauen, einer neuen Ära, in der wir den Frieden bewahren wollen, nicht den Frieden bewahren und das Leid verringern wollen, und wir wollen helfen, unsere Offiziere eine neue Demokratie lehren, und zwar auf dem Weg zu einer demokratischen Armee, und weiter zu win our wars. Das passt aber alles zusammen. Nicht? To win our wars. Also das ist hier im Kapitel 1 von diesem Doktrin-Pamphlet 525 vom 1. August 1994. Und da geht es darum, dass jetzt sich die Welt wandelt in eine dynamische Welt, was das auch immer sein soll. Eine Welt in Transition, also eine Welt, die sich verändert. Und da hat sich jetzt, und dieses Strategiepapier gibt also genau vor, wie das künftig auszusehen hat. Diese Welt in Wandlung, in Umwandlung, da haben wir die Schritte, also Aufruhr, die Krise, dann der Konflikt und dann der Krieg. Und zwar, das ist die Dekade der Transition von 1990 bis 2010. Fast genau eingehalten, aber es geht jetzt ja noch weiter, haben sie nicht ganz geschafft in der Zeit. Also, es geht los, wenn wir das jetzt mal auf den Maidan beschränken, es geht los auf den Maidan, der Aufruhr, und dann kommt die Krise, als die Schüsse fielen auf dem Maidan, und wo wir heute nicht wissen, wer hier wen erschossen hat, und dann der Konflikt, das war zum Beispiel dann die Krim, und der Widerstand im Donbass, und am Ende steht der Krieg, der große Krieg. Also, das ist die Übersicht, die ich hier aus diesem Twitter-Dokument habe, das ist die Figur 1-1. So. Und dann geht das weiter. Und was hier drin steht, und dann geht es da drin weiter. Wir reden jetzt von den hybriden Krisen, die Russen machen. Aber was steht hier in Twitter 525? Da steht da drin eine Übersicht, das ist die Figur 1-2, das operative Umfeld, da haben sie einen Ring, den Generalkrieg, also wie Weltkrieg. Ein zweiter Ring, die sich beide aber überschneiden, das sind limitierte Kriege, wie zum Beispiel gegen den Irak oder sonst was, in verschiedenen Größenarten. Und dann ein dritter Kreis, der alle drei, so wie bei Audi so ungefähr, alle drei, eine Schnittmenge mit allen dreien hat, der oben drüber ist, der heißt Other Operations Than War. Und diese Other Operations Than War beginnen mit der zivilen Unterstützung. Dann Friedensoperationen, ja genau. Dann Hungerhilfe, Terrorbekämpfung, Waffenkontrolle und so weiter. Das ganze zivile, humanitäre Programm ist dahin drin, dass dann aber letztendlich alle anderen beiden Kreise mit diesem Haupt bis hin zu diesem Generalkrieg mit umfassen. Da ist alles dabei. Da sind die Schattenkriege dabei, da ist der Cyberkrieg dabei, da ist alles dabei. So, und das ist natürlich nichts anderes als der hybride Krieg, der hier in Russland gesehen wird. Der ist hier 1994 schon vorgegeben und wurde auch entsprechend umgesetzt. Wenn ich genügend Beispiele nenne, also was wir hier sehen,
schauen wir einmal in Libyen. In Libyen war es so, dass im Februar, ne, war das Februar, im Februar 2011 begann der Bürgerkrieg. Auf einmal in Benghazi. Geführt von zwei ehemaligen Guantanamo-Häftlingen. Und da frage ich mich, wo haben diese beiden Guantanamo-Häftlinge das Geld her, um ihre Rebellen auszustatten, sag ich mal, vorsichtig, um in den Kampf zu schicken. Und dann eskalierte das ja schon. Im März 11, da waren ja schon, da wurde ja schon bombardiert, das war ja schon eine größere Armee, die auch sich in Panzerschlachten da hervorgetan hat, beziehungsweise mit Luftunterstützung. Und das heißt also, wenn aus der Luft am Boden unterstützt wird, dann brauche ich Luftbeobachter auf der Erde, also Forward Air Controller, da heißt das in der NATO. Die müssen unten bei den Rebellen gewesen sein, um die Flugzeuge zu lenken. So. Und wenn man sieht, auf welcher Frontbreite sie angegriffen haben, dann müssen da schon mehrere Dutzend von diesen Air Controllern gewesen sein. NATO Air Controller. Da noch da. So. Ich wollte nur sagen, im August 2011, da kam dann der Länderterrorismusbericht der USA für 2010. Und in diesem Länderterrorismusbericht von 2010, den habe ich mir dann sofort gelesen, und da wurde das hohe Lied auf Libyen gesungen. Da wurde Gaddafi in den besten Farben gemalt. Syrien als enger Verbündeter im Kampf gegen den Terror. Das war kurz vor der Ermordung von Gaddafi. So, und die libysche Befreiungsarmee, die war da noch drin als Terrororganisation. Aber mit dieser Terrororganisation wurde ab Februar 2011 mit der NATO gemeinsam zusammengearbeitet. Verstehen Sie? Also, was hier abläuft, und es läuft alles ab, hier nach Herdog 525-5. Es wird alles umgesetzt. Und hier steht auch drin in diesem Ding, die Transition der Armee. Man will keine Wehrpflichtarmee mehr. Man will nach Möglichkeit, wie heißt das, Nations-Armee. Also, nach Möglichkeit Söldnerarmee, meinte. Was bedeutet Söldner Berufssoldat oder dass Privatfirmen Armeeteile oder ganze Armeen abstellen? Genau. Und das ist da wirklich in diesem Credit 525 alles so nachzulesen. Es wurde alles umgesetzt. Es wurde alles umgesetzt. Und die Transformation der NATO nach diesen Gesichtspunkten, da hatte ja die Madame Albright hatte ja den Vorsitz in diese Transitionskommission in der NATO. Und Gutenberg hat das ja alles sehr bereitwillig alles erfüllt, was die Dame verlangt hat von ihm. Also, es ist alles umgesetzt worden, was da drin steht. Und wir haben seit letztem Jahr, Ende Oktober, Anfang November, ein Nachfolgepapier bekommen. Das ist auch wieder TRADOC 525-3-1. Und dieses Papier wurde im Rahmen einer großen Waffenschau vorgestellt. Und es ist überschrieben, Linden Complex World 2020 bis 2040. Und da geht es um nichts weniger als die Full-Spectrum-Dominanz zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und es steht auch die Rangordnung der künftigen Gegner. Also wir reden jetzt von 2020 bis 2040. So, da steht drin, künftige Gegner als erstes Russland und China, dann regionale Iran und Nordkorea und dann kommen erst die Terroristen wie Islamischer Staat. Also völlig untergeordnet. Und ich denke, nachdem das Vorgängerpapier absolut umgesetzt worden ist, sollten wir uns dieses Papier wirklich vornehmen und wir sollten es ernst nehmen. Wir sollten es wirklich ernst nehmen. Welche Autorität hat dieses CREDOC? Also, das ist ja das Erstaunliche, dass die Vereinigten Staaten derartige Papiere offen zugänglich auch ins Netz stellen. Aber ich denke, sie können davon ausgehen, dass es keiner liebt. Welche Autorität hat dieses CREDOC-Papier? Ist das eine Think-Tank-Veröffentlichung von einem Ministerium? Das ist eine unterschrieben damals hier CREDOC 525 von dem General Frederick M. Franks Jr., General in der Armee. Und dem ist das unterschrieben. Und hier, wir haben es genau, Department of the Army, Headquarters United States, Army Training and Doctrine Command, Fort Monroe, Virginia. Also das ist direkt von der Armee. Ich frage mich, ob der Präsident ist oder die Regierung oder das US-Parlament dem zugestimmt hat.
kenne, dann wird der Rahmen vorgegeben, zur Einführung von dem entweder Befehl vom Präsidenten, der das ja machen kann, der so etwas fordert, oder auch ja vom Parlament, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, da wird es ja im Parlament sehr allgemein gehalten, wenn man sowas formuliert, man sagt, man muss die Streitkräfte an die aktuellen Geschehnisse anpassen, das reicht ja, so ein Satz aus dem Parlament. Und dann kommt da so eine Vorschrift raus. Also das gibt nicht viel her. Entweder ein Befehl noch vom Präsidenten, der auch nur sagt, die Armee passt auf, schaut euch an, wie sich das verändert hat und dreht die Armee da hier auf Vordermann. Also so einfach geht das, denke ich mal. Was mich ja nicht loslässt, ist das mit der Vorstellung, Söldnerarmee für die NATO. Heißt das eine einheitliche Söldnerarmee oder man schreibt aus verschiedene Armeebestandteile an verschiedene Firmen oder läuft das über die NATO oder werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, das auszuschreiben? Ich habe das bei der NATO noch nicht gesehen, dass sie das irgendwie verbindlich gemacht hätten. Nein, ich denke auch, dass wir also hier geht es ja in erster Linie wieder um das ganz große Geschäft. Die großen Söldner hier, Blackwater, das heißt es ja Akademie, die werden ja auch, das sind ja auch Geschäftsunternehmen, das ist eine Geschäftsidee. Wo sehr viel Geld verdient wird. Auch da wird wieder viel, viel Geld verdient. Also, das ist auch wieder irgendwo angesiedelt bei der Finanzelite. Und da wird man sich natürlich nicht unbedingt in die Karten gucken lassen. Und ich kann mir vorstellen, weil überall wird ja die Denationalisierung propagiert. Das heißt also, alles wird outgesourced. Alles nach Möglichkeit. Nur damit man, wie gesagt, hier kein Parlament mehr benötigt für den Einsatz einer Armee. Wenn ich also private Firmen beauftrage, bin ich nicht an Gesetz gebunden und ich bin auch nicht ans Parlament gebunden in meisten Fällen. Und vor allem auch, wenn wir das nochmal berücksichtigen, Arthur Operations than War. Das sind alles, was wir an subversiven Tätigkeiten haben, alles, was wir an Schattenkriegen haben und dergleichen mehr, gemeinsam. Die Geheimdienste und diese privaten Armeen machen das dann. Und es entzieht sich alles der parlamentarischen Kontrolle. Das ist eine ganz schlimme Entwicklung. Eine Entwicklung, die also noch vor dem 30-jährigen Krieg fällt, meiner Ansicht nach. Ja, Westfälische Frieden hat ja nicht nur zwischen Krieg und Frieden getrennt, sondern auch zwischen Staat und Privat. Man wollte diese Söldnerarmeen auch nicht mehr haben. Das war, glaube ich, auch eine Leistung von Westfälischen Frieden. Ja, genau. Also das ist eine, für diese Entwicklung, das muss alles transparent gemacht werden. Und das vermisse ich in unserem Leben. Ich vermisse es einfach. Was auch die Folgen bedeutet. Für uns im Binnenverhältnis, im Außenverhältnis, vor allem wenn diese Söldnerarmeen auch hier im Innenbereich eingesetzt werden, wovon wir das werden vernachlässigen. Wenn wir sehen, es läuft jetzt in den Vereinigten Staaten seit der 15. Juli, läuft das Manöver Jade Helm. Das sollte bis 3 Monate gehen, ist dann verlängert worden. Und Jade Helm geht von einem Szenario aus, dass von einem Bürgerkrieg in Texas ausgeht. Ein Bürgerkrieg, der wo versucht werden soll, das Übergreifen auf die Nachbarstaaten zu verhindern. Also mit dem ganzen Instrumentarium wird das gemacht. Und verantwortlich dafür ist wieder ein Teil der US-Armee, das sind die JSOC, Joint Operations Special Forces, die Reagan 1983 eingeführt hat, die eng beim Präsidenten aufgehängt sind und auch subversiv, wie wir heute so schön sagen, Hybridarbeit nach Möglichkeit. Also, die machen dieses Manöver. Und das ist auch kein gutes Zeichen. Also ich denke auch, wenn wir von Amerika sprechen, dass die amerikanische Bevölkerung genauso auf der Hut sein sollte, wie wir das aufschreiben müssen, und dass es nur ein paar wenige gibt, die diese Politik umsetzen wollen. Und Gottlob, und das kann ich nicht häufig genug betonen, und das ist auch die große Hoffnung, die ich habe, dass wir in den USA Männer wie Frauen haben, die sich engagiert einsetzen. Und die sind manche älter, sind manche, die haben ihren Zenit bereits überschritten, oder auch ihren politischen Zenit, aber es macht nichts. Da haben wir einmal Ron Paul, der 33 Jahre im Kongress war, zweimal Präsidentschaftskandidat unterlegen gegen den Schreiber und McCain, der das einfach so eindeutig beschreibt und
von nicht zurückhält. Er hat also als das Repräsentantenhaus am 4. Dezember 2014 die Resolution 578 verabschiedet hat, und zwar mit überwältigender Mehrheit, eine Resolution auf 16 Seiten, die ausschließlich gegen Russland ging, ein Sündenregister Russlands aufführte, bestehend aus Halbwahrheiten und Lügen, und dann daraus 22 Forderungen ableitete. Es ist eine Kriegserklärung. Und Ron Paul hat an dem gleichen Abend noch auf seiner in seinem Institut, ein Friedensinstitut, hat er dieses gegeißelt und gesagt, das ist eine Kriegserklärung an Russland, die nicht schlimmer sein kann. Es ist eines der abscheulichsten Gesetze, die das Repräsentantenhaus je verabschiedet hat. Oder hat man hier in unseren Medien am nächsten Tag aber gar nichts gelesen? Bis heute nicht. Nur die EU, das EU-Parlament, hat am 15. Januar diese Resolution fast wortgleich übernommen. Verantwortlich in der Klima Elmar Brok, auch so ein Transatlantiker. Elmar Brok und auch mit Bertelsmann. Wie ist er denn transatlantisch verbandelt? Ich kenne nur, dass er mit einem Firma, für eine Firma auch zumindest mal gearbeitet hat, die mit Bertelsmann, zum Bertelsmann-Bereich gehört. Ja, natürlich, ja. Wir kommen aus der Ecke. Und ob das die Bertelsmann-Stiftung, da wissen wir auch, wie die eingebunden sind. Also, da heißt es wirklich aufpassen, denke ich mal. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, hier Ron Paul, dann haben wir Paul Craig Roberts, der die Jugend vorwirft, dass die auf diesen finalen Weltkrieg hinarbeiten. Das schreibt der offen. Und dann haben wir Clark Ramsey, oder Ramsey Clark, der war Finanzminister unter Carter. Der geht auf die Straße, der hält Reden, Tribunale und so weiter, um vor diesem kommenden oder anvisierten Krieg zu verhindern. Dann haben wir Wissenschaftler, ob das jetzt der Noam Chomsky ist und viele andere mehr, oder Mearsheimer und Stephen M. Wald und so viele, es sind so viele, die wirklich da sich komplett einsetzen und auch bereit sind, Nachteile hinzunehmen. Und es gibt ein ganz anderes Amerika, als wir hier nur vorgesetzt bekommen. Also ja. Die US-Administration ist nicht das gesamte Amerika. Und lange nicht mehr. Und deswegen haben sie auch natürlich Angst, weil sich in Amerika auch eine Stimmung verändert. Und deshalb auch dieses Manöver, denke ich einmal. Man macht das ja sonst nicht, wenn das alles in Ordnung wäre, wo man nicht befürchten müsste, das Volk mit einem aus dem Ruder laufen, wird man solche Manöver ja nicht machen. Ich habe den Eindruck, dass selbst der US-Präsident Barack Obama versucht, sich aus dem Griff der Finanzelite zu befreien. Ja, das sieht so danach aus. Also zum Moment ist er ja gar nicht zu fassen, was er macht. Es ist amorph. Hat keinen Gestalt. Seine ganze Politik ist gestaltlos. Man würde hier von unserer Der Eier fürchterlich herum. Also das, was ich gesehen habe. Und ich sag nicht, er ist Gefangener. Aber wie gesagt, ich unterstelle ihm, dass er das so ein hochintelligenter Mann ist. Aber eigentlich hätte wissen können, wenn er sich um so ein Amt bewirbt, dass er dann mit einer Politik umzusetzen hat, die nicht unbedingt als seine sein wird. Und vielleicht hat er das zu spät erkannt, ich weiß es nicht. Aber das jetzt aufzugeben, es wird nicht einfach werden. Ja. Aber wie gesagt, das Bild, das wir jetzt haben in der Welt, dieser grausame Zustand in Nordafrika bis hin nach Pakistan, das hat er ja nicht zu verschulden. Und das ist ja auch schon vor Bush angedacht worden. Also diese Kriege, wir haben ja den General Wesley Clark, der sagt, ab 1991 ist das alles so geplant worden. Also mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit der Auflösung des Warschauer Vertragsstaat, ist das alles so angedacht worden von diesen Strategen, von diesen Geostrategen. Und die Präsidenten sind dann so ausführende Gestalt. Ja, eigentlich nicht. Kann er einem auch leid tun, finde ich, wenn er merkt, dass er nichts machen kann oder kaum was machen kann. Und dass alles, was er macht, eigentlich falsch oder falsch ist. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Ziel ist es, kaum, es fällt mir schwer. Er hat also mit dem Islamischen Staat, der ja eindeutig von den USA gefördert ist, da haben wir also den General Hayden, Drei-Sterne-General, der Direktor von Defense Intelligence Agency,
Der sagt, wir haben den instrumentalisiert. Wir haben den aufgebaut. Ab 2011, 12. Und das sagt auch der General McInerney, auch drei Sterne General und so weiter. Also, die Rolle, die der Islamische Staat hier spielt, ist schwer zu erkennen. Offensichtlich für mich, um hier eine ganze Region zu destabilisieren und da dann irgendetwas neu zu wachsen lassen, oder wie auch immer. Die Rolle der Türkei ist in diesem Zusammenhang überhaupt nicht zu erkennen, weil hier auf der einen Seite auch die Kurden noch in Schach gehalten werden, die Kurden mit Nord-Irak, die PKK wird weiter bekämpft und so weiter. Also es ist kein einheitliches Bild hier von der Türkei zu erkennen. Und zugleich macht die Türkei ja auch als NATO-Partner etwas Ungeheuerliches. Die Staaten wie Russland und China, die haben ja die Shanghai-Organisation gegründet, und zwar schon so ab 2000, nachdem Clinton die Seidenstraßenstrategiegesetz durch den Kongress gebracht hat, haben die also als Gegenreaktion dann diese Shanghai-Organisation aufgebaut. Und da ist jetzt die Türkei Anwärter geworden, Dialogpartner in dieser, und für die Amerikaner, für McCain, ist diese Shanghai-Organisation nichts anderes als ein neuer Warschauer Pakt, ein Pakt des Teufels. Also, und die Türkei traut sich hier, Anwärter zu werden. Muss man sich auch hinterfragen. Was hat sich der Erdogan dabei gedacht? Und ich denke, er hat sich da was bei gedacht. Also, die gesamte Region ist, wie soll ich sagen, ist im Umbruch. Und wie sie umbrechen wird, ja, das weiß ich nicht. Was ich jetzt sehe, die Rolle Putins in Syrien, und Putin, der am 7. Oktober von Schiffen im Kaspischen Meer Cruise-Missiles, 26 Cruise-Missiles auf angebliche IS-Stellung hat abschießen lassen, erfolgreich abschießen lassen, das hat die Welt aufhorchen lassen. Einmal, weil man das den nördlichen Zielen getraut hat, dass die das auch können, aber die technische Seite ist doch völlig unbedeutend, meiner Ansicht nach. Bedeutend ist die diplomatische Seite dieses Angriffs. Die Cruise-Missiles fliegen ja nur mit 405 Kilometer, können also von jeder Luftabwehr runtergeholt werden. Das wird jetzt ein großes Problem sein. Aber es ist ja keine abgeschossen worden. Das heißt also, Putin muss sich vorher mit dem Irak und mit den Iranern abgesprochen haben. Und hat sich wohl die Genehmigung geholt für diesen Angriff. Ja, und das muss natürlich bei den Amerikanern eingeschlagen sein wie eine Waffe. Dass die, gut, dass die Iraker als quasi Bündnispartner das zugelassen haben und dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Iran schon so weit sind, dass hier sowas abgesprochen werden kann, ist ein mächtiges Zeichen an die Vereinigten Staaten, dass hier ein neuer geopolitischer Mitspieler oder Schachspieler erwachsen ist, der in gleicher Augenhöhe spielt. Und das heißt also für die Staaten, die jetzt noch tendieren, suchen sie Schutz bei den USA oder suchen sie immer Schutz bei den Russen, da wird ein Umdenken stattfinden. Und wenn die Amerikaner jetzt hier sprechen, in der gesamten Region, dann kann man sagen, dann gibt es da einen Dominoeffekt. Und wenn es den Frieden der gesamten Region dient, soll es ja gut sein. Aber ich habe die Befürchtung, solange Saudi-Arabien auch noch die eigene Politik durchsetzen will mit Katar und Bahrain zusammen, wenn man sie greifen den Jemen an. Und zwar ist ja erstaunlich, wir haben ja die Bruchlinie in diesen islamischen Wirken zwischen Sunniten und Schiiten. Es wurde fast an wie der 30-jährige Krieg hier zwischen Katholiken und Protestanten. Das war ja nur vorgeschoben. Es ging ja auch da nur um Nachtkriege und nichts anderes. Und das alles sehen wir in diesem Raum auch nicht. Die Lösung wird instrumentalisiert. Und zwar auch nur bewusst von Anfang an von den Amerikanern bewusst instrumentalisiert worden. Und das schon im Juni 1979. Im Juli. Im 3. Juli hat Carter die berüchtigte Weisung unterschrieben, dass die CIA Tausende von islamischen Desperados aus Saudi-Arabien anheuern soll, damit die kommunistische Regierung den Taktik vertreibt. Und damit dann diese Regierung die Russen
gegen die Bande, aber hat in diesem Fall ja auch funktioniert. Und Sibylle Brzezinski ist ja auch ganz stolz drauf, dass das alles so funktioniert hat. Und er möchte jetzt ja auch wieder den Islam instrumentalisieren, im Kampf gegen Russland und so weiter. Also es hört einfach nicht auf. Brzezinski ist ja auch so eine... Menschen, Sunniten oder Schiiten, lassen sich dafür instrumentalisieren. Die Frage ist nur, wer gibt das Geld? Und Putin hat ja jetzt auf dem G20-Gipfel Geldgeber. Er hat 40 Geldgeber ausgemacht, von denen ein Teil aus den NATO-Staaten sogar kommen. Er hat zwar keinen Namen genannt, aber da dürfen wir sicher sein, dass die USA auch dazu gehören und dergleichen. Und hat gesagt, das muss aufhören. Also es verspricht wirklich spannend zu werden. Ich hoffe mal, dass dann mal genannt werden. Mich würde vor allem interessieren, welche privaten Geldgeber es gibt. Was ich in verschiedenen Medien gelesen habe, unter anderem österreichische Online-Medium Neopresse, dass die Versorgungsrouten von ISIS von der Türkei auskommen, dass von da aus die LKWs dann ISIS versorgen. Das Gleiche sagt auch Webster Griffin Tarpley in einem Vortrag beim Querdenken-Kongress dieses Jahr. Teilweise so widersprüchlich, dass man sich kein klares Bild machen kann. Und wir müssen uns nur vergewissern oder deutlich machen, es handelt sich hier um einen ganz schmutzigen Krieg, So, und so müssen wir uns natürlich auch nicht über diese Flüchtlingsströme wundern, der natürlich wieder auch einen Teil dieser Politik kriegt. Das ist ja das fatale Wetter. Und leiden tun nur die Menschen. Das ist ja das Verwerfliche daran. Der Herr Brzezinski ist ja doch eine etwas schillernde Person. Er war Berater von Jimmy Carter, dann war er zumindest zeitweise, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, Berater von Barack Obama. Unter seiner Präsidentschaft hat man Al-Qaida das wesentlich mit organisieren lassen, die ganzen Islamisten-Söldner zur Unterstützung der Mujahedin in Afghanistan. Und heute, dann war er Chef der Trilateralen Kommission und heute ist er Berater beim Think Tank CSIS, wo auch zu Gutenberg heute ist. Das ist wirklich eine schillernde Persönlichkeit. Er ist ja auch Professor und angeblich, aber das ist nicht fest, dass Obama auch bei ihm studiert hat. Ist aber nicht, habe ich in seiner Biografie von Obama nicht gefunden, aber wie dem auch sei. Er ist kein direkter Sicherheitsberater von Obama, sondern eigentlich mehr als graue Eminenz, aber dafür umso wirkmächtiger bei Obama. Also Obama hat alles, soweit ich das verfolgt habe, übernommen, was Brzezinski gesagt hat. Also also ich habe davon nicht noch genau. Wann war das jetzt der Angriff in Georgien? Das war doch mit der Olympischen Spiele 2008, ist das richtig? Das weiß ich leider nicht mehr genau. Georgien? Das weiß ich nicht mehr genau, von was war. Russland, was sind hier? Ich weiß das Jahr nicht mehr. Könnte sein, dass es 2008 war. 2008 war das Jahr. Das war also im Jahr des Wahlkampfes. Und da weiß ich noch, da habe ich die Nachrichten gehört. Und da war dann, als dieser Angriff war, und da wusste man nicht, haben die Russen angegriffen oder haben die Georgier angegriffen. Das war noch nicht klar. Die Medien hat sich da noch nicht festgelegt, weil an dem Tag ja auch die Olympischen Spiele da in Peking geöffnet worden sind. Und dann wurde Obama interviewt, der war auf Hawaii beim Golfspiel. Und da hat er also ganz was Verlustiges gesagt. Da habe ich mich auch so gefreut. Er sagte also, die Informationslage lässt nicht zu, dass man sich da klar äußern kann. Da muss ich erst ein klares Bild verschaffen, um da Stellung zu nehmen. Nicht? Fand ich gut. Fand ich ja, das ist doch mal eine Sache. So. Und dann war aber eine viele Stunden später schon dann Brzezinski auf einer anderen Leitung und Brzezinski eindeutig, hier haben die Russen jetzt fallen ein und hier und so weiter und die NATO müsste helfen und das und so weiter. Also das ganze Programm. Und eine halbe Stunde später wieder war Obama dran, jetzt hat er das Gespräch auch gehört von Brzezinski und hat er genau das Gleiche gesagt, was Brzezinski am Minuten vorher gesagt hat. Also, da war mir klar, dass der also wirklich das 1:1 übernimmt, das Brzezinski auch vorlegt. Das
Das ist heftig, weil RT Deutsch hat Brzezinski gebracht in ziemlich neuer Zeit. Ich glaube, es ist sogar dieses Jahr gewesen, dass er die Einschätzung geäußert hat, dass die Deutschen bereit wären, gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Also eine Einschätzung, nicht direkt eine Aufforderung Brzezinskis. Der Brzezinski hat schon damit Norwasch, Anfang Januar, so gesagt, also hier Europa, alles auch, nicht gesamt Europa, muss Krieg gegen Russland führen. Also das hat er so eindeutig gesagt. Und er hat gesagt, das würde sich für uns aber auch wirtschaftlich auszahlen, wenn wir das machen würden. Und niemand hat ihm Einhalt geboten. Und das ist so ein Mann, der ja auch über 80 Jahre alt ist, der eigentlich, wo man hoffen könnte, dass er langsam mal von der Altersweisheit befallen wird, dass der so was so sagt, wie der schärfste Schalke in besten Jahren, das ist wirklich für mich einfach sehr tragisch, ja. Und dass er vor allem noch so viele Zuhörer hat, die an ihm, die das auch umsetzen würden, was er sagt. Also er will auf jeden Fall, und da ist er natürlich der Ehrenbürger von Danzig, er ist natürlich mit dem ganzen Herzen über noch Kohle, möchte er Russland vernichten sehen. Das ist sein Lebenstraum. Und der Hass von ihm gegen Russland muss so unendlich sein. Und ich finde, so alt zu werden mit einem derartigen Hass, das tut er mir irgendwie schon ein bisschen leid. Damit kann man nicht hier von der Welt gehen, denke ich, wenn man zu verlassen ist. Ja. Aber wie dem auch sei, hätte ich nicht ändern können. Und, aber wie gesagt, er wird das wollen. Und er hat ja auch, wenn ich sehe, ein Buch geschrieben zum Wahlkampf. Wir sind jetzt noch 2008 im Wahlkampf. Für Obama hat er das Buch geschrieben, The Second Chance. Kennst du das? Nein. The Second Chance. Und da hat er also die Politik untersucht vom Vater Bush, vom Clinton und vom Julia Bush. Beim Vater Bush hat er geschrieben, dass er eine strategisch weitsichtige Politik betrieben hat, die man so fortsetzen muss. Da gibt es da noch ein bisschen zu verbessern. Er hat ihm eine 2+ gegeben, dem Vater Bush. Also in höchsten Tönen gesagt, das ist die Politik, die wir weitermachen müssen. Und dann kam Clinton, dem Clinton hat er eine 3- gegeben, weil er sagt, dass er sein Potenzial nicht genutzt hat. Er hat das zwar ganz gut angefangen, mit den Verträgen, die er mit den Leuten da hier in Aserbaidschan oder sonst so gemacht hat, aber er hat das nicht tatkräftig umgesetzt, weil er halt sich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt hat. Ich sag ja, also Stichwort, wie ist die Dame noch, ist ja wurscht. Da hat ihm nur eine 3- gegeben. Und den Rombusch, dem hat er eine 6 gegeben. Hat er gesagt, er hat alle Verbündeten verprellt, so geht das nicht. Wir brauchen für unsere Kriege immer Verbündete. Die darf ich nicht verprellen. Ich muss das geschickter machen. Er hat das zu Poldaft gemacht. So. Und das war dann eine der ersten Anfangen von Obama, als er Präsident war, hat er den Vater Bush mit dem höchsten Orden der USA aufgefallen. Das war der Präsident der Republikaner. Und er ist der Präsident der Demokraten. Also, da war klar, er hat das Buch von Brzezinski aber sehr genau gelesen. Und die zweite Chance, die er hat, hat er versucht auch, so wie es da drin steht, so weit umzusetzen. Er hat die Kriege fortgesetzt, war nicht glücklich, aber er hat da kräftig weitergemacht, wo die anderen aufgehört haben. Das war schon alles im Sinne von Brzezinski. Und Brzezinski hat auch ein Mantra, sage ich jetzt mal, immer verkündet. Er sagt, kein Krieg gegen den Iran. Der Iran muss unser Verbündeter werden. Kein Krieg. Er sagt, wir brauchen den Iran im Krieg gegen Russland. Das hat er immer gesagt. Deswegen hat er vor den Angriffsplänen gegen Iran gewarnt. Das hat mich gewundert, das schien mir überhaupt nicht zusammenzupassen. Immer jede Gelegenheit gegen Russland zu wettern, aber andererseits hat er, was den Iran angeht, stabilisierend gewonnen. Von Anfang an immer sein Programm. Immer schon. Und das macht er politisch, der lässt er nicht locker. Der ist ja unbeirrbar. Also, wie kann man ja eben auch schon wieder bewundern. Der lässt nicht locker. Der lässt einfach nicht locker. Und ich könnte aber wirklich nur hoffen, dass es diese Kriege in Russland nicht geben wird, weil wir dann involviert werden und die Folgen für uns, für ganz Europa, sind unvorstellbar. Sind unvorstellbar. Da ist alles, was wir vorher erlebt haben, mit dem 20. Jahrhundert, wird da nur mit Vielfaches. Klar, da sterben alle spätestens an der Strahlung.
Schuld ist vielleicht nicht mehr das Schlimmste. Das Schlimmste wird sein, das war ja mal mein Geschäft als atomarer Bewegungsberater, da habe ich mir ja viele Gedanken gemacht, auch für den Einsatz, den atomaren Einsatz. Das ist ja so unterschiedlich. Also, wenn hier die Wirkungsweise einer Atombombe ist, ja sowas von komplex und unterschiedlich. Es hängt davon ab, in welcher Höhe sie gezündet wird. Wenn ich eine hohe Luftdeklaration habe, dann passt außer dem elektromagnetischen Impuls und dem Lichtblitz passiert da eigentlich nicht viel. Und je weiter ich runtergehe, umso dreckiger wird das. Ja, mit dem Fallout, der dann produziert wird, und in der Bodensituation, da wird sich viel Fallout. Und dann kann es sein, je nach Windstärke, dass wir nur einen schmalen Korridor haben, wo wir eine Verstrahlung haben, wo die Menschen gleich innerhalb von Wasser ansterben. Das hängt wirklich ab von der Windrichtung und von der Windgeschwindigkeit und dergleichen. Also nur 2-3 Kilometer daneben passiert dann vielleicht gar nichts. Man weiß es nicht. Und man muss es wirklich Lauffenster messen. Und dann hat die Bundeswehr diese Spürpanzer 5 und so weiter, die das da machen würden. Also, diese Ungewissheit. Bin ich so verstrahlt, dass ich übermorgen sterbe, oder bin ich gesund? Das weiß auch keiner. Das weiß keiner. So, also, was werden da die Menschen machen? Wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt die nächsten 2 Tage noch überleben werde. Ja, ich werde mir doch nehmen, dass mir gerade eintritt. Ich werde alles machen. Also, die Menschen werden zu Tieren, meiner Ansicht nach, in dieser Phase. Weil sie ihr Ende nicht überblicken können. Und das stelle ich mir, das ist das, diese absolute Anarchie. Diese absolute Gewaltordnung, die dann frei wird, das wird unvorstellbar. Also da ist die Verstrahlung noch harmlos, denke ich. Die Menschen, der dann die Einfunktion wird. Also, das sollen wir uns mal. Aber wir sehen jetzt im Moment, werden die in der Bundesrepublik gelagerten Atombomben werden modernisiert. Es läuft ja das Programm. Und dann, was mich auch sehr stutzig macht und sehr nachdenklich macht, ist das, an dem Wochenende, an dem die Mittlere Sicherheitskonferenz getagt hat, dass hier erstmalig seit dem Kalten Krieg wieder die nukleare Planungsgruppe tagt. Und die nukleare Planungsgruppe hat dann in Brüssel gesehen davon aus, das hat sie ja während des Kalten Krieges immer gemacht, die atomaren Zielpunkte festzulegen. Und wenn wir wieder so weit sind, und das sind wir anscheinend, dann ist wirklich, ist es wirklich angesagt, dass wir völlig aufpassen. Ja. Und dass wir versuchen auch, wie gesagt, unsere Politiker versuchen zu beeinflussen, obwohl auch keine große Hoffnung haben, die hätten bleiben. Und die Medien hätten darüber berichten müssen, was da passiert. Aber es ist nicht passiert. Und deswegen ist ja, dass du mit deiner Macht, finde ich ja so wichtig, dass dann diese Informationen auch in die Welt kommen. Ja. Das ist, glaube ich, auch in der jetzigen Situation das Wichtigste, das ist die Aufklärung der Menschen, die Aufklärung der Menschen, ja. Also wenn ich da meinen Bekanntenkreis mit umsehe, langjährige Freunde, und da sprechen wir jetzt von 50 Jahren, da ist nichts mehr. Die ja. Halten mich da ja schon für einen Verschwörungstheoretiker, und da kann ich eigentlich das war noch mein Geschäft, glaube ich. Bei 1,5 Jahre als junger Hauptmann hatte ich den General Defense Training in meinem Panzerschrank gehabt und habe da Befehle vorbereiten müssen für den Kriegsfall. Also, und dann war ich mir bei 15 atomarer Wissensberater und im Einsatzfall hätte ich dann einen atomaren Schwerpunkt geführt. Also ich weiß, wovon ich rede. Und es macht mir wirklich Angst, ja, muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, da kann ich einfach nicht punkten. Das glaubt mir auch niemand. Das muss ich sagen, so wie es ist. Aber, wie gesagt, ich weiß, dass es so ist. Und ja, was kann man da, kann ich da als Hoffnung geben? Also einmal die Hoffnung, dass wir in Amerika Leute haben, die genauso denken wie du hier, genauso kritisch denken und auch das Erkennen, was die Administration davor hat und das zu verhindern suchen. Und ich denke, ja, was ist für uns wichtig? Wir müssen erstmal, glaube ich, selbst den inneren Frieden finden. Sonst macht das alles noch fremdlich. Also ich denke, wir müssen zu uns kommen, selbst im inneren Frieden, wir müssen mit unserem Nächsten, müssen wir auch einen friedlichen Umgang pflegen. Und dann, das fällt mir auch schwer, Leute, die das nicht wissen, nicht zu missionieren.
1917 seinen berühmten Zuhörern empfohlen. Und da war die Perspektive waren ja auch nicht sehr ermutigend. Ich zitiere hier: Das Erste, was man tun kann, ist, dass man versucht, die Dinge zu verstehen, zu durchschauen. Dann sind schon die Gedanken da, die Kräfte sind und die sich auswirken werden. Und ich denke, also die innere Zufriedenheit zu finden und hier an Steiner zu denken, ich denke, das ist schon sehr viel. Ja. Und dann wird auch was passieren. Davon gehe ich aus. Und wir wissen, dass wir überall Menschen haben, die das ähnlich sehen. Wir sind nicht allein. Ja. Und das ist natürlich, ich denke schon, für das System gehört das auch. Und deswegen wird jetzt auch versucht, noch mehr Zensur, noch mehr durchzugreifen, wie auch immer, noch repressiver zu werden. Klar. Aber wir sollten das machen, was ich da gerade gesagt habe. Immer den Frieden und dann aufklärt. Und das hat ja auch schon vom fällt mir Nietzsche ein. Nietzsche im Menschliches als zum Menschen. Da hat er, glaube ich, das Aphorismus 630, da hat er also das Faszinierende festgestellt, ja. Er hat gesagt, dass die Menschen für Meinung, die dann auch zu Überzeugung kommentiert werden, dass sie da bereit sind, ihre Erde einzusetzen und ihr Leben einzusetzen. Und dann sagt er, wenn diese Menschen mehr Zeit darauf verwenden, den Sachgegenstand zu untersuchen, nicht vorher, zu untersuchen, dann wäre der Menschheit viel Leid erspart. Und ich denke, das gilt für heute jetzt weg. In der Beziehung ist Nietzsche also unglaublich aktuell. Und auch was heute noch passiert, wieder bei Steiner, das fällt mir zusammen mit der Zensur ein, was ich gerade gesagt habe, also ein Jahr vor Amerikas Eintritt in den Ersten Weltkrieg, also 1913, prophezeite Rudolf Steiner, es wird nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken. Das war Steiner am 4. April 1950. Mir fällt dazu etwas ein, was ich zumindest erwähnen möchte. Mir fällt da etwas ein, was ganz aktuell ist, was ich zumindest erwähnen möchte. Ja. Darüber haben wir auf unserem Politikblog mehrere Artikel geschrieben. Die EU will eine Verordnung machen. Darüber beschlossen werden Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, wo man Datenschutz und Zensur mischt. Das zentrale Element dabei ist, dass man eine Folgenanalyse machen soll. Und bei der Folgenanalyse kann man, wenn man sie unterlässt, kann man, oder wenn sie nicht umfangreich genug ist, ein Bußgeld auferlegt bekommen von der Datenschutz- und Zensurbehörde bis zu 1 Million Euro. Das sind sinnvolle Datenschutzvorschriften, teilweise völlig überzogene Datenschutzvorschriften, aber eben auch mit dieser Möglichkeit der willkürlichen Auferlegung von Bußgeldern und lauter bürokratische Pflichten, dass man sich sozusagen selbst überwacht und dann, wenn man in Kontrolle kommt, sieht man, aha, der hat dann und dann mit dem und dem kommuniziert, hat an die Empfängergruppen die und die Meinung verbreitet und solche Sachen. Das ist etwas, das würde die Internetmedien ziemlich ruinieren, aber auch unbequeme Politiker und andere konventionelle Medien. Vor allem, wenn man das Vermögen einzieht, kann man sehr viel erreichen. Ja? Also wir sehen ja heute schon, oder ich kann es sehen in meinem Bekanntenkreis, die alle, die Angst haben, dass sie vielleicht nicht die Karriere vielleicht schädigen mit irgendwelchen Standpunkten, die sie nach außen hin vertreten, wird schon nicht mehr gemacht. Die haben die Schere im Kopf, weil sie Angst haben, vielleicht sich indirekt dazu schaden. Ja, wie wird das dann erst sein, wenn wir wissen, welche Sanktionen das haben wird? Nicht, dass da Strafen kommen von 10.000 Euro oder noch mehr, weiter speichern noch wie 20 Jahre dran. Oder wenn mir vielleicht sogar das Haus weggenommen wird. Alles denkbar. Und da muss ich sagen, also, ja, ist das nichts, was von Amerika ausgeht, sondern die EU-Internetkommissarin war bei der Bilderberg-Konferenz. Ich glaube eher, dass es daher kommt. Also nicht von US-Regierungsseite inspiriert. Es ist auch von Frau Nelly Kroes in ihrem Zuständigkeitsbereich eingebracht worden. Mhm. Ja, das schon, aber wie denn? Steiner, also ein Jahr vor dem amerikanischen Kriegseintritt, also nicht 1913, sondern 1916, er hat das da klar erkannt und da muss ich sagen, wie Visionär. Das ist doch unglaublich.
Also natürlich wird das übertragen, es kommt hier an. Es kommt hier an und wird jetzt, und ja, das ist ja vielleicht auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass die Europäische Union, so wie wir sie haben, natürlich eine transatlantische Union ist. Es ist keine Europäische Union. Das war nie so angedacht. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in den USA ja darum, den Brückenkopf hier auszubauen in Europa. Europa als Brückenkopf. So, für den kommenden Krieg. Und diese Kriege hier gegen die Sowjetunion damals wurden ja sofort geplant. Also am 1. Juli hat der britische Generalstabschef Ismay im Auftrag von Churchill ja den Plan Unthinkable ausgearbeitet. Am 1. Juli sollte also eine ganze Armee von 112 Divisionen nach Osten marschieren. Dazu waren sogar um die 100.000 deutsche Wehrmachtssoldaten nicht in Gefangenschaft genommen in Norddeutschland, sondern die sollten hier Seite an Seite der Alliierten gegen die Russen kämpfen. Also das war für den 1. Juli geklart. Und schon im Oktober 1945 hat Truman Eisenhower den Befehl gegeben, den Plan Totality auszuarbeiten, also Angriff auf die 20 größten Industriestädte der Sowjetunion mit Atombomben. Und das wurde laufend verfeinert. Dieser Krieg gegen die Sowjetunion oder jetzt Russland, der ist nicht neu, der ist seit 1945 ist der in den Köpfen. Und die Pläne dafür liegen in den Schubladen. Das ist also, finde ich, durchaus wichtig, das zu wissen auch. Und es wurde immer dann gearbeitet und immer wieder verfeinert und aufgegeben hat man das nicht. Und wenn es jetzt dazu kommen sollte, wir sehen, die US-Armee ist relativ, also die US-Streitkräfte sind stark, das sind was die stärkste Militärmacht der Welt, sowas hat die Welt noch gar nicht gesehen, klar. Aber sie können keine großen Bodentruppen stellen. Und das wird in den Kriegen, wenn es gegen Russland gehen sollte, wird das hier vielleicht in Europa notwendig sein. Und da muss man schauen, wo kriege ich diese Bodentruppen her? Die Bundeswehr hat sie auch nicht mehr. Also, woher nehmen? Könnte man jetzt mal Gedankenspiele anstellen, denke ich mal. Also, und dann muss man natürlich das machen, was die immer schon gemacht haben, also schon für den 4., dass man sagt, wir setzen auf den atomaren Hammer. Dass wir also hier unser Atomarsenal modernisieren und diesen versuchen, diesen Krieg hier in Europa auf dem europäischen Kontinent zu begrenzen. Vermute ich mal. Die amerikanische Finanzelite hat von diesen beiden Weltkriegen oder von diesen beiden unglaublich profitiert. Wenn wir uns einmal vorstellen, jetzt von den großen Konzernen der Weltmarktanteile zu Europa, das ist sehr aufwendig. Da muss man ein Marketing machen, das sehr viel Geld kostet. Sehr viel Geld kostet. Und wenn ich Krieg führe gegen ein Land, das große Weltmarktanteile hat, und ich das in diesen Krieg treffe, fallen mir diese Weltmarktanteile in die Hände, ohne dass ich dafür was tun muss. Ich muss auch kein Geld ausgeben. Also es hat viele Facetten, so ein Krieg. Und natürlich auch das Geld, das da hier sehr oft leicht verdient werden kann. Und. Und deswegen ist das ja, sind die Kriege immer schon, zu allen Zeiten, für diese Hasardeure immer profitabel gewesen. Immer profitabel gewesen. Und deswegen haben wir sie auch so häufig über uns ergehen lassen müssen. Und das einmal zu transparent zu machen und das einmal zu besprechen, wäre es doch jetzt wirklich in der Zeit. Die Menschheit wäre doch oder müsste doch aufgeklärt genug sein, um hinter diese Machenschaften zu schauen, was da passiert. Aber ich habe so die Gefühle, auf den müssen wir uns ja verlassen. Das sind nur wir, denke ich. Von den Medien haben wir ein paar wenige, die da vielleicht das mit unterstützen. Ich denke mir, eine Lösung könnte zum Beispiel sein, ein Teil der Lösung, zum Beispiel, wo wirkliche historische Parallelen sind, das deutlich zu machen, bei tagesaktuellen Ereignissen die historischen Parallelen und sich auf die Wiederkehr der Hasardeure zu zitieren. Das könnte etwas sein, wie das Buch dabei helfen kann, die Leute wachzurütteln. Von meinem Verleger die neueste Ausgabe bekommen und da steht jetzt auf der Rückseite.
was ich halt. Aus der Witzwert auf dem Cover jetzt ist hinzugekommen, Anführungsstriche zitiert, ein hochbedeutendes Buch, und dann Rolf Hochmuth, deutscher Dramaturg, Dramatiker. Das freut mich natürlich jetzt ganz enorm, also, weil ich ja Rolf Hochmuth auch verehre, also, ja, das hat mich heute sehr erfreut, muss ich sagen, ja. Also, und ich denke auch, dass er, das muss ich natürlich sagen, dass er natürlich damit völlig recht hat. Wir haben es ja schon nie gemacht und auch, dass ich eine Philly Wimmer machen konnte. Also vielleicht für Philly Wimmer, der hat heute einen unglaublichen Artikel geschrieben, die Zaren im Tollhaus. Darf man vielleicht so gar nicht sagen, aber trotzdem, einen Moment, was haben wir denn da stehen? Die Zaren im Tollhaus. Da habe ich gleich einen Moment. Einen Moment. Allerdings, im April hat er die Bundeskanzlerin in einer Rede in Mönchengladbach noch vorsichtig gelobt wegen der Minsk-Abkommen. Ja. Und inzwischen scheint sich die Lage ein wenig gewandelt zu haben, das Verhalten der Kanzlerin. Aber das konnte er nicht, weil Obama doch vor einem Jahr gesagt hat,
Russland ist nur eine Regionalmacht. Und der Präsident einer Supermacht kann sich doch nicht mit einem Präsident einer Regionalmacht an einen Tisch nehmen. Also das waren so meine Vermutungen. Und ich habe also nicht daran geglaubt, dass die hier den Frieden in Europa wahren will. Und da haben wir noch gestritten miteinander und habe mich dann aber auch von den Hitler überzeugen lassen. Und habe es dann auch gerne glauben wollen, muss ich schon sagen. Aber jetzt in den letzten Monaten muss ich sagen, also nein, da kann ich, nein, da bin ich wieder auf meine alte Position zurückgekehrt. Nein, ich sehe überhaupt nicht, gar nichts, was hier den Frieden liegen kann. Also was mir aufgefallen ist, man hat darüber diskutiert, ob man den Parlamentsvorbehalt, also das formelle Recht, wie weit der Bundestag konstitutiv vorher entscheiden muss, bevor deutsche Truppen irgendwo eingesetzt werden, hat man darüber nachgedacht, den Artikel 115a Grundgesetz zu lockern. Das habe ich noch in einer Zeitung aus Berlin, ich weiß nicht, ob es der Tagesspiegel war, im März 2015 noch gelesen. Und dann gab es ja die Rügekommission, die da nicht so weit gehen wollte. Und das nicht empfohlen hat. Und dann gab die Bilderberg-Konferenz bei Alle Schall und Rauch, habe ich gelesen. Die hatten angefragt bei Frau von der Leyen, was sie denn bei der Bilderberg-Konferenz gemacht hat, beziehungsweise beim Ministerium. Da haben sie gesagt, dass sie eine Rede gehalten hat über so Zusammenwirken der EU-Sicherheitsstrategie und der neuen US-Sicherheitsstrategie. Und dann ist aber, nach dem, was ich mitbekommen habe, Gott sei Dank bisher noch nichts raus, hat man noch nichts gemacht zur Lockerung des Parlamentsvorbehalts. Keine Grundgesetzänderung, die man angedacht hatte, oder ich habe auch keine Gesetzesänderung gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Verfassungsgerichtsurteil in der Richtung, wenn es um Rettungseinsätze geht, wo kein Kampf zu erwarten ist, also Rettungseinsätze für Zivilisten, dass da die Regierung das alleine entscheiden könnte. Das ist das wirkliche Ziel. Und der versucht der Willi Wimmer auch alles zu machen, damit der Parlamentsvorbehalt nicht fällt. Das ist ihm wirklich ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich halte auch, wenn der fallen sollte, dann wird er allen Militäransätzen für ein Tor werden. Ja. Ja, ich habe es ja selber hautnah erlebt, als er mit dem Lissabon-Vertrag machen wollte. Das Lissabon-Urteil hat es untersagt. Richter Di Fabio hat ein Gewissen gehabt. Und hat auch untersagt, das EU-Recht über alles zu stellen, insbesondere die Militärvorschriften, sind vom Rang normales Völkerrecht geblieben, sodass auch die UNO-Charta vom Rang drüber stehen bleibt. Und der Parlamentsvorbehalt darf auch für die EU nicht umgangen werden. Und ja. Die haben das, der Herr Röhe hat das doch nicht aufgegeben. Das haben die nicht aus. Ja. Wir versuchen da noch einen Weg zu finden. Und zwar mit dem Segen aus Washington, denke ich mal. Das wird versucht. Das ist makaber, weil US-Außenminister Burns wollte nicht nur das Angriffskriegsverbot, das wir zum Grundgesetz haben, sondern ein unantastbares Friedensgebot. Das haben wir heute drin in Artikel 1 Absatz 2. Und die sollten sich mal daran erinnern, dass sie diesen großartigen Außenminister gehabt haben, zumindest seinen großartigen Einfluss aufs Grundgesetz. Ja. Aber wie gesagt, es wird ja versucht, alles zu denationalisieren, zu privatisieren und die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Das fehlt nicht einmal. Ja, Und wie gesagt, diese Europäische Union, angeblich als Gründungsurkunde, dient ja das Dokument der Montanunion, das Schumann da am 9. Mai 1950 verkündet hat. Aber das war ja längst vorher in den USA beschlossen und ab 1947 wurde eine Europäische Union angedacht, die transatlantischen Fesseln liegt. Also, und zwar kein nationales Europa, also kein Europa auf europäischem Fundament. Das war die Vorgabe. Und als das de Gaulle erkannt hat, ich denke, und er Präsident geworden ist, hat er ja sofort Frankreich aus den Kommandostrukturen der NATO herausgenommen und hat sein Europa der Vaterländer propagiert. Er wollte ein europäisches Fundament für dieses Europa und kein transatlantisches. Und was ist ihm dann passiert? Dann wird er von Präsident Johnson auf die Todesliste gesetzt.
konsequent. Und da meine ich dieses transatlantische Europa. Das wird dazu führen, dass natürlich hier Europa völlig enteuropäisiert, sagen wir es mal so, auch was unsere Kultur und Tradition alles betrifft. Das soll eigentlich einplaniert werden. Das ist so meine Befürchtung, wenn ich das so beobachte. Ich muss sagen, meine Befürchtung ist, was mich sehr bewegt, außer diesen Gummivorschriften fürs Militär, die man zumindest das Lissabon-Urteil eingedämmt hatte, dass man ja alles hoheitlich privatisieren will. Dieser Artikel 2 vom Protokoll 26 zum Vertrag der EU, was die EU nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse nennt. Und das Ganze hat ja auch eine militärische Perspektive. Dass, wenn Sie das eins zu eins umsetzen würden, das haben Sie bisher noch nicht gemacht, und dann hätten wir überall hier Söldnerarmeen, das, was Frau Albright bei der NATO andenkt. Ich bekomme gerade von unserem Techniker einen Zeithinweis. Es gibt Unruhen, bei Unruhen kann ich schlecht Bundeswehr einsetzen. Ja. Die würden mich auf eigene Leute schieben. Im Regelfall. Also, soweit ich die Bundeswehr kenne. So, wir würden das nicht machen. Aber wenn ich hier Söldner habe, die kannst du anders herkommen. Und die kriegen den Befehl. Die denken doch nicht nach. Ja. Also ich denke schon, dass wenn ich auf dieses Manöver in den USA, gibt mir schwer zu denken. Und für mich ist, wie gesagt, eine Demokratie, in einer Demokratie muss, wenn wir schon eine Armee haben, muss die auch Wehrpflicht beruhen, meiner Ansicht nach. Also ich bin einfach ein absoluter Vertreter der Wehrpflicht. Aus verschiedenen Gründen. Aber alleine in einer Demokratie ist das unumgänglich, meiner Ansicht. Dann kann ich das nicht irgendwie Söldnern überlassen, das geht einfach nicht. Ja. Und das, was ja nochmal die USA jetzt also mit diesem transatlantischen Europa vorhaben, das sehen wir jetzt ja, das wird benutzt als Platin im kommenden Atomkrieg, denke ich mal. Achso, da fällt mir vielleicht noch was ein. Mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle habe. Ich glaube nicht, dass Obama, ich glaube, dass Obama gegen Atomkrieg ist, aber da gibt es Indizien. Obama kann sich nicht entscheiden. Als sein Sonderkoordinator, sein Koordinator für das Bündnis gegen ISIS sich selbstständig gemacht hatte und mit den Türken zusammen eine Flugverbotszone aushandeln wollte, hat Obama ihn entlassen. Das schreibt Voltaire nicht. Und dieser Koordinator war bei 2015 bei der Bilderberg-Konferenz. Aber Obama hat sich durchgesetzt gegen den. Die Entlassungsgrund könnte natürlich auch noch ein anderer sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Es könnte ja auch nur ein Vorwand gewesen sein, um ihn zu diesem Zeitpunkt zu entlassen. Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste ich noch mal mich etwas näher damit beschäftigen. Richtig einmal. So, habe ich das aber. Der hat 1953, Thomas Mann, hat da hier zur Bedeutung Europas und der Bundesrepublik etwas ganz Bedeutendes gesagt. Er hat gesagt, die Vereinigten Staaten werden Deutschland nur oder vor allem als Glacis im künftigen Atomkrieg gegen die Sowjetunion benutzen. Und das ist ihm völlig gleichgültig, was dann von diesem Deutschland noch übrig bleibt. Es interessiert einfach überhaupt nicht. Und da muss ich sagen, Thomas Mann, der ja in den USA während des Krieges an die deutschen Bürger gewandt hat, der hat ja diese im Exil die Vereinigten Staaten ja auch genau beobachtet. Und ist dann 1952 in die Schweiz und hat dann ein Jahr später diesen Aufbruch in die Europäer verfasst. Und dann hat er, also der Glaube wie folgt, Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereitenswertes Gefährde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Welt erscheint. So, und da meine ich, sollten wir auch Thomas Mann durchaus ernst nehmen. Er hat das sehr genau beobachtet und ich denke, er hat das sehr verantwortungsvoll
Okay, ich denke, ja, gerne. Dann die ganzen Ungerechtigkeiten, die dann entstanden sind.
dass man versucht, da einigermaßen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. So. Und dann die Leute diese Mitbestimmende an ihre Zukunft. Und nicht auf der Seite, wir bringen die Demokratie, wir bauen die für euch die Demokratie herbei. Nein, die sollen selber entscheiden, ob sie in einer westlich geprägten Demokratie leben wollen oder in einem Plan richten. Also das müssen die Menschen vor Ort selber entscheiden. Ja. Und das können wir denen nicht einfach aufzwingen, meiner Ansicht nach. Ja. Also auf gleicher Augenhöhe miteinander begegnen. Und dann muss auch einmal die Frage geprüft werden, diese Vereinten Nationen, im April nach Washington, nach San Francisco eingeladen, diese 50 Länder, um dann eine Völkerbund auf den Weg zu bringen, der im Geist des Krieges gezeugt worden ist, der im Denken des Krieges angedacht wurde, wo die ganzen Instrumente, die hier bereitgelegt werden, ob das jetzt der Währungsfonds ist, ob das die Weltbank ist und was für da alles an institutionalisierten Bereiche haben, alles nur diente dafür, um die Hegemonie der USA zu sichern. Und das muss ich, da muss ich meinen, auch mit dem Veto, mit dem Sicherheitsrat, es ist überholt. Wir brauchen jetzt eine Völkergemeinschaft nicht von 50 oder 51 Staaten wie damals, sondern von den 193. Ja. Und da müssen auch individuelle Gruppen, die keinen Staat haben, 15 haben.